die wissen von gar nichts. Ich bin einfach hier jetzt vorbeigefahren, nach Neuruppin. Und jetzt mache ich die Tür auf, ich bin gespannt. Guckt euch das mal an. Es gibt hier bei Angeljo Neuruppin einen Laufschrank. Der Outdoor-Gang bei Angeljo, da gibt's alles. Leute, ey, weißt du was, das sieht so fett aus. Mensch, Linda, du machst hier die Ausstattung im Laden. Du bist Designerin, die man sieht. Wow. Diese Rolle, ich sag euch das, diese Rolle ist Endstufe. Wenn ihr den Köder irgendwo im Fachgeschäft seht, The Boss, dann holt euch den, ihr werdet fangen. Gebe ich euch Garantie drauf. Exklusiv hier bei Angeljo in Neuruppin. Guck mal das hier. Da packe ich euch ein Paket fertig und das kannst du gerne verwenden. Guckst du meine Folgen? Nee, nicht. Echt nicht? Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Dann weißt du gar nicht, was jetzt kommt. Erzähl. Guck mal. Erzähl. Lass uns ihn dazu packen. Auf der Suche nach dem ältesten Angelköder Deutschlands, Österreich, der Schweiz bin ich unterwegs mit dem Camper und ich stehe hier vor einem riesen Angelladen. Richtig groß. Angeljo, dein Angelladen. Und guckt euch das mal an. Ich bin hier in Neuruppin. Einer kleineren Stadt in Brandenburg. Und hier seht ihr Angeljo. Riesengroß. So, ich gehe mal rüber, dass ihr das mal sehen könnt. Wie groß ist denn dieser Laden? So, und da gehe ich jetzt mal rein. So, guckt mal. Angeljo. Ein Angelladen. Guckt euch das mal an. Da stehe ich mit meinem Camper. Gibt es auch Zierfische? Das Futterhaus? Ach so, okay. Vielleicht sind die ja auch hier. Oder waren hier? So, Angeljo, dein Angelladen. Wollen wir mal schauen? Wow, guck mal hier. Angeljo, dein Angelladen. Hier sind die Öffnungszeiten. Das muss ein ganz großes Fachgeschäft sein. Das muss riesengroß sein, Leute. Ja, und ich wurde ja viel gefragt. Jan, wie machst du das mit dem Camper? Was ist das? Bekommst du Geld von den Fachgeschäften? Nein, gar nicht. Das mache ich alles for free. Ich habe da richtig Lust drauf, einfach mit dem Camper jetzt durch Deutschland zu fahren und einfach den ältesten Angelköder zu finden, zu suchen. Guck mal, das sieht schon krass hier. Ja, stehen ganz viele Autos und hier ist mein Camper. So, jetzt gehen wir da mal rein. Was machen wir? Guck mal. Voll gehen wir da rein. So, was steht hier? Durchfahrt nur für Personal und Lieferanten. Okay. Hier stehen auch Camper. Hier stehen Camperfahrzeuge. Ich bin mal gespannt. Angeljo. Dein Angelladen. So, jetzt geht man hier runter. Das ist ja irgendwie eine Riesenhalle. Guckt euch mal, wie krass die Balken sind da oben. Was ist das hier alles? Das ist ja krass. Ja, und wie gesagt, kein Fachgeschäft bezahlt bei mir Geld. Irgendwie gar nichts. Das ist alles wirklich umsonst. Und das Einzige... Ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt. Vielleicht lasst mal ein Like da, lasst ein Abo da. Und ich möchte euch einfach die Angelfachgeschäfte vorstellen. Auch den Fachhandel einmal präsentieren. Den Angelgeräte-Fachhandel. Und wir gehen hier rein. Guck mal. Angeljo. Mein Angelladen. Eingang. So, ich bin gespannt. Das soll riesengroß sein. Ich habe mich wie immer nicht angekündigt, die wissen von gar nichts. Ich bin einfach hier jetzt vorbeigefahren, nach Neuruppin. Und jetzt mache ich die Tür auf, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, ob jetzt da was ist. Guckt euch das mal an. Ist das krass? Was ist das denn hier? Was ist das für ein Angelladen? Oder oben auch noch. Was ist das hier? Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Mensch, auf der Suche nach dem ältesten Angelköder bin ich bei euch vorbeigekommen nach Neuruppin. Ja, guck mal an. Da wusste ich einfach. Was ist das für ein krasser Laden hier? Ja, kannst du mal gucken gehen. Ja, da haben einige kommentiert, ich soll hier vorbeikommen. Echt? Ja, echt, das wäre ich nicht hier. Na denn. Da haben einige gesagt, Jan, du musst da vorbeifahren. Denn
ich habe den Weg ja zugelegt, dass ich jetzt bei euch gelandet bin. Ja, cool, perfekto. Ich habe hier in der Nähe übernachtet im Camper. Ich bin heute Nacht extra drüber rübergefahren. Und ich denke, Mensch, ich musste herkommen. Ja, cool. Mensch, du bist der? Christian. Der Christian, dich. Hallo Christian. Ja. Ich bin der Steffen, grüß dich. Hallo Steffen, ich grüß dich auch. Was ist das für ein geiler Tresen? Ey, das ist der Endstand. Wie lange haben wir den schon? 5 Jahre? Ja, ein bisschen länger haben wir den schon. Genau, das ist nur leider nicht aufgeräumt. Das ist nicht aufgeräumt? Okay, ihr habt ein bisschen Musik an. Könnt ihr mir einen Gefallen tun, die Musik ausmachen? Sonst bekomme ich Ärger mit der GEMA. Das ist das Problem. Aber es ist ja, ey, das ist ja mega, das sieht so geil aus. Leute, lasst mal ein Like da, das ist ja Endstufe. Was ist das hier vorne? Das sind so die Fertigkombos, ja, für unsere Urlauber. Wir sind ja quasi nahe der Mecklenburgischen Seenplatte. Und da haben wir natürlich immer fertige Kombos am Start. Hier auch, kannst du mal rauffilmen. Was ist der? Grundkombos und so weiter. Ach, hier vorne, die hier Sachen? Da, genau, direkt im ersten Gang, dass man da quasi direkt zuschlagen kann, wenn man nur auf der Durchreise ist. Wie groß ist der Laden? Das sieht so draußen riesengroß aus, riesengroß. Ja, da fragst du den Falschen, Jan, das kann ich hier gerade nicht sagen. Echt aber nicht? Es ist wirklich, wir haben ja mehrere Etagen sogar, ja, es geht ja oben noch weiter. Und ja, wir können gleich mal durchgehen, wenn du magst. Du bist überrascht, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich nicht angekündigt, oder? Auf jeden Fall, nein, nee, du kamst rein und ich habe so, oh, Jan ist da. Hast uns auch auf dem kalten Fuß erwischt tatsächlich, wir sind nämlich gerade beim Umbauen. Wir hatten hier mal eine Aquaristik drin, ja, wir haben Teichfische und so weiter verkauft. Und die ist jetzt rausgeflogen und dadurch haben wir jetzt eine riesen Meeresabteilung hier reingebaut. Dadurch haben wir hinten mehr Platz bekommen, kann ich dir aber gleich alles zeigen. Ja, da seid ihr gerade, es ist ja normal, ist jetzt ja auch die Zeit, wir haben noch März, so langsam wird es milder, langsam werden die Angler wieder juckig, sag ich mal. Richtig. Und dann im April, denke ich mal, geht's voll los bei euch hier. Richtig, richtig, ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich schon Zeit noch bis 1.6. hier an unseren Gewässern oder an vielen Gewässern hier. Und dementsprechend geht es bei uns immer ein bisschen später los, so im April, Mai, sage ich mal, kommen die ersten, decken sich ein und so weiter. Und ja, deswegen haben wir den Winter, glaube ich, ganz gut genutzt, hier mal ein bisschen klar Schiff zu machen, neue Sachen mit reinzunehmen. Gerade im Karpfenbereich, wie gesagt, ist viel passiert. Klamotten, Taschen und so weiter, können wir gleich mal durchgehen, wenn du Bock hast. Ja, und das sieht, aber der Tresen, Leute, ja. Ey, weißt du was, das sieht so fett aus. Auch da oben so mit dem Hai so. Das sieht doch alles. Und jetzt, wenn ich runtergehe, guck mal, wie mega das aussieht. Das ist krass. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich liebe das einfach. Und der Tresen ist schön gemacht. So mit dieser Pforte hier vorne gehst du rein. Zack. Da sind auch nochmal so ein paar Accessoires dran. Friedfische und Raubfische. Also das finde ich schon. So muss irgendwie ein Angelland aussehen, oder? Wenn man so reinkommt, so dieses Urige. Hat was Gemütliches. Das hat so ein bisschen was. Wenn ich jetzt hier so schaue, wirklich, dieses mit dem Holz und so, das kommt so echt aus dem so amerikanischen. Guck dir mal, so, ne? Guck dir mal den Angelkasten. Was ist das für ein alter Angelkasten? Das ist ein uralter Angelkasten. Nein. Genau, der ganze Laden, der ist so ein bisschen vollgepackt mit altem Zeug, ja, was man so von früher vielleicht noch kennt. Ist ganz spannend. Das ist ja ganz alt. Ja, das kennt man so vielleicht noch von seinen Großeltern oder so. Ja, das waren so die ersten Angelkästen. Eine, ne? Ganz alte Sitzkiepe, so richtig, heißt sie, ja? Richtig. Krass. Guck mal, das könnt ihr hier sehen. Das ist so Deko. Genau, ja. Und das finde ich immer so sehr schön. Und hier habt ihr gleich so mit dem Holz, so, das finde ich sehr maritim. Also muss ich echt sagen. Jetzt ein paar Zangen dran und so weiter. Verschiedene Hersteller und tolle Tools, die man immer gebrauchen kann als Angler. Pass auf, ich lasse meinen Koffer mal einfach hier irgendwo stehen. Ja, mach das. So vorne, guck mal, wir lassen den einfach hier. Denk mal, der kommt ja nicht weg. Da steht er. Ja, mega. Oder nimmt ihn alle weg? Nö, ne? Kann er stehen bleiben, nicht, ne? Ich denke nicht, das kriegen wir mit. Ja, ja. So, guck mal, und hier. Was ist das, wie mega das aussieht? Was habt ihr da oben? So einen fetten Gummi? Na klar. Das ist so eine Art Gummifisch oder was? So ausgehängt so? Ist aus Kunststoff natürlich, ja klar. Aber wer weiß, Spiriner See. Ja. Dem war, oder was? Schleppen. Der ist ja über 2 Meter. Riesengroß. Ja. Ja, Schleppen ist bei uns ja verboten auf dem See. Aber den kannst du, also werfen ist auch nicht mehr möglich. Das, das kannst mehr, du vergessen. Aber das ist ja mega, der Laden. Auf jeden Fall. Wie lange gibt es ihn jetzt schon? Hast du da irgendwie eine Info? Ich denke seit ungefähr 11, 12 Jahren. Steffen, wie lange gibt es den Laden schon? September 2011. Seit 2011? Na, seit 12 Jahren dann fast, ja. Ach doch, das ist auch eine lange Zeit. Mhm. Das ist eine lange Zeit. Ich glaube, es war die zweite oder dritte Angeljo-Filiale. Die dritte. Berlin, Potsdam und dann Neuburg. Ah, okay. Ja. Ja, und so
ist das hier alles nach und nach entstanden, ja. Wahnsinn, was ihr habt, Echolote, Schnur. Okay, wir gehen mal durch. Also wenn ja, du mir den Laden mal zeigst, irgendwie, wenn du die Zeit hast, ey, was ist denn hier? Warte, was ist das? Genau, im ersten Gang haben wir jetzt nach dem Umbau so ein bisschen den Outdoor-Gang ja gemacht. Ja? Also du findest verschiedene Messer, Ferngläser, viele Tiermesser natürlich auch. Und alles, was wo... Oh, Outdoor-Gang. Der Outdoor-Gang bei Angeljo. Leute, guckt euch das mal an. Da gibt's alles. Also, ja, für unterwegs, für draußen. Das ist auch gut. Hier so ein Feuerstahl. Auf jeden Fall. So ein Feuerstahl hat meine Frau mir gleich gekauft. Ja. Sagt sie, falls du mal irgendwie, wie dir kalt ist oder so, hast so einen Feuerstahl. Total witzig. Den reibt man dann so und hat man so... Das ist Magnesium, glaube ich. Das ist Magnesium. Irgendwie. Ja. Und dann kannst du Feuer mitmachen. Genau. Dass man Feuer machen will. Finde ich richtig gut. Und habt ihr hier verschiedene Messer und alles das, Ferngläser, Kopflampen sehe ich. Ja, der Trend ja geht ja auch hin zu diesem Outdoor-Leben, ja, zu den Survival-Geschichten und so. Das war ja jetzt wirklich in der letzten Zeit ein relativ großes Thema. Ja, Seven vs. Wild. Richtig. Kennst genau. du auch, ne? Ja, kenne ich. Ja. Also vom Hörensagen, ich habe es selber nicht geguckt. Und der Fritz Meinecke ist ja auch ein YouTuber, ein geil, sehr großer YouTuber, eigentlich der bekannteste mit in Deutschland. Mhm. Und der angelt auch. Ach, angelt der? Der angelt, das ja. Er hat leider seinen Angelschein nicht bei mir gemacht. Da wäre ich mich echt gefreut. Dann hätte ich den so angefixt. Ich glaube, der wäre nur angeln. Ja, ja. Ja, das kann gut sein. So, und was ist das da mit dem Gebiss? Das ist ein Haigebiss tatsächlich. Ja. Hast du den gefangen? Nein, das habe ich nicht gefangen. Kommt aus der Havel, oder was? Der kommt bestimmt aus der Havel. Der stammt noch vor meiner Zeit. Aber er sieht gut aus. Ja, ich finde das richtig schön gemacht, muss ich sagen. Ja. Und das ist auch mal im Angelladen, wenn man so reingeht, das muss so ansprechend aussehen und alles das. Und das sieht es hier. Richtig schön, gefällt danke, mir. Danke. So der erste Einort, allein wenn ich da oben hochgucke, das ist ja da oben ist auch noch was. Ja, oh, krass. Genau. Krass. Genau. Okay. Ja, dann fangen wir an hier, ne, mit dem Outdoor-Bereich. Also wir haben wirklich von Kopflampen über Kocher, über verschiedene Moskitonetze und so weiter. Natürlich auch Zeltheizungen hinten und so für den modernen Karpfenangler dann. Die ganze Thermazell-Geschichte, die war ja jetzt auch lange ausverkauft die letzten Jahre. Thermazell? Erzähl, was ist das? Kenn ich nicht. Das ist quasi ein Stechmückenschutz. Ja, also ich nutze den selber, den Backpacker. Nutze ich dieses kleine Gerät hier. Zeig mal, nimm ruhig in die Hand, sonst kannst du was drüber sagen, weil das kenne ich überhaupt nicht. Ja, na klar. Also im Endeffekt, das ist so ein kleines Teil hier. Den schraubst du auf eine Gaskartusche rauf, auf eine kleine. Ja, und dann schiebst du diese Mückenplättchen hier auf diese Metallplatte. Die erhitzt sich durch das Gas, was halt leicht entzündet wird. Und das ist wirklich, wirklich effektiv, muss man sagen. Also gegen Stechmücken, muss ich sagen, habe ich noch nichts Besseres erleben können am Wasser. Nutzen wirklich viele, die ich in meinem Freundeskreis jetzt habe. Und da steht drauf, Zone 20 Quadratmeter, also in diesem Bereich schützt genau, das? Genau, ist hier im Prinzip cool. So ein bisschen illustriert, ja, dass das wirklich relativ großen Radius, dann Wirkungsradius einfach hat. Das finde ich ja gut, das Ding. Ja, das ist mega cool, also wirklich und extrem sparsam. Also ich habe jetzt in 2 Jahren, wo ich das Ding habe, ich 2 kleine Gaskartuschen verbraucht. Und ich bin viel am Wasser. Und hier sind viele Mücken. Ja. Die sind in Brandenburg hier. Ja, auf jeden Fall. Hier sind Mücken ohne Ende. Gerade so, wenn es losgeht, warm zu werden, so Richtung Mai und so, dann ist es schon immer grenzwertig da. Guck mal da, und das ist natürlich top. Kenne ich überhaupt noch nicht. Mhm. Oh, schön, ja, guter Tipp. Top. Ja, auf jeden Fall. Also, Wahnsinn. Könnt ihr mal ausprobieren. Das ist eine super Sache. Sieht das gut aus hier, Mensch. Ja, hier haben wir so ein bisschen die Lampen. Haben wir jetzt auch noch ganz viele bestellt. Die sind noch alle im Lager. Wie gesagt, du hast uns... Schön auf dem kalten Fuß erwischt. Das ist jetzt die Zeit. Ja, jetzt kann ich das ja machen, die Rundgänge. Ja. Und deswegen völlig normal. Und ihr habt hier Räucherschränke da. Richtig, richtig. Kommen auch noch einige. Wir wollen hier noch 1 Meter dazu packen und so. Verschiedene Räucheröfen, einfach kleine. Und so. Natürlich dann links daneben das ganze Zubehör, die ganzen Mehle, die Lauben und so weiter. Haben wir natürlich auch. Und alles, was man noch so braucht, ja. Irgendwelche Gitter und Räucherhaken und so weiter und so fort. Das ist immer beliebter. Also gerade, wenn man auch den eigenen Fisch praktisch dann fängt und verzehrt und räuchert, was gibt's Schöneres? Ja, auf jeden mit Fall. Mit den Freunden zusammen, mit der Familie. Ja, also ich bin da ehrlich, ich bin dann nicht so der große Fischesser. Ja, also bei mir bleibt es meistens beim Backfischbrötchen oder mal ein Fischstäbchen oder so. Aber auf jeden Fall, also kann ich nachvollziehen, wenn jemand mal einen frischen Zander fängt, direkt am Wasser zubereitet vielleicht. Ja, das ist schon eine richtig coole Sache, glaube ich. Mega, ja. Guck mal, das habt ihr alles hier, Mensch. Ist das krass. Alles für Outdoor. Richtig, richtig. Auch ganz normale Zelte, ja. Wenn wir haben viele Campingplätze hier in der Umgebung. Und wenn dann doch mal spontan im Urlaub was auffällt, so, oh,
Wir sind losgefahren, haben alles dabei, aber das Wichtigste, das Zelt, das fehlt vielleicht einfach. Das haben wir dann auch am Start, ja. Ja, super. Mensch, klasse. Richtig klasse. Jo, Schlafsäcke, Zelte, naja, wie gesagt. Das alles. Also alles, was so das Campingleben einfach ein bisschen schöner machen soll. Ja, haben wir im ersten Gang sozusagen. Dann kommen wir hier direkt in unseren neuen Meeresbereich. Oh, Leute, ich gucke mir schon hier, guckt euch das mal an. Ganz kurz, guckt euch das mal an. Also der Rundgang geht jetzt erst los, ne? Also das ist so krass. Was ist das hier für ein Saal? Das ist die neue Meeresabteilung. Nein, das ist das, was du gesagt hast. Richtig. Hier waren früher überall Aquarien drin, ja, mit Meeresfischen, teilweise auch Süßwasserfische, Störe hatten wir und so weiter, alles da. Und natürlich aus Stromkostensichten und so war das irgendwann nicht mehr so effizient wie Angelzeug, ja, muss man einfach so sagen. Und dementsprechend haben wir im Angelsektor halt wirklich jetzt richtig was ausgebaut, das nochmal größer gemacht. Wir haben jetzt hier die ganzen Bootsmotoren, die Batterien dazu und ja, alles, was das Meeresanglerherz sozusagen begehrt, ja. Und das sieht der Hintergrund, Leute, kommentiert das mal. Also wie findet ihr das? Also sag mal ehrlich jetzt, guck mal, hier ist so ein altes Fischernetz so. Mhm. Das finde ich ja wieder schon schön. Und da, was ist das hier? So ein alter Tresentisch. Ein alter Tresen, wo habt ihr den denn her? Das hat die Linda meistens alles rangeschafft. Ja, die ist so unsere Deko-Expertin. Und die hat so für den gewissen Charme. Die Linda? Achso, ja, also sie arbeitet auch eine Frau. Ja, ab und ja. zu ist sie da und kümmert sich so um alles, was das so ansteht. Das sieht man so. Das sieht da so. Ey, der Tisch ist Endstufe. Ja, der ist wirklich cool. Was ist das für ein krasser Tisch, Leute? Das ist ja was Richtiges. Toll. Also gefällt mir richtig gut. Mann, und dann hier, die ganze Meeresabteilung, ist ja auch beliebt. Oh, jetzt guck mal, jetzt habe ich das einmal, guck mal, einmal gegengeklopft, ja, und dann, aber das ist ja nur gegengelehnt, nichts passiert. Ja. Jan kommt und randaliert sofort, klar. Ja, guck mal. Da müssen wir uns noch was einfallen. Okay, das ist alles so, habt ihr bestimmt schon hingestellt, wo ich mich gesehen habe. Ja, naja, klar. Nein, aber ich finde das schon schön, also. Ja. Vor allen Dingen Meeresangeln. Viele Angler, die fahren ins Ausland zum Angeln. Ich habe gerade zu Steffen gesagt, wir hatten den vierten Kunden heute und alle waren Norwegen-Bereich. Ne? Alle haben uns Pilger auf den Tisch gelegt oder irgendwelche Meeressysteme. Da dachte ich so, krass, wird immer mehr auf jeden Fall. Gerade der ältere Herr, der hat spaßeshalber gesagt, naja, hier fängt man ja nichts mehr. Ja, okay. Ja, unsere Ostsee ist halt ein bisschen schwieriger, muss man schon sagen. Und deshalb, April ist, da geht es schon los, da fahren viele nach Norwegen, angeln in den Fjorden und so weiter. Und Norwegen ist ein tolles Urlaubsland, also wirklich. Auf jeden Fall. Auch landschaftlich wunderschön, muss man sagen. Absolut. Ja. Und da habt ihr natürlich alles, was das Herz begehrt. Richtig. So, da gehen wir, vielleicht gehst du einfach mal vor, wir gehen einmal kurz durch, dass wir euch das ein bisschen zeigen können. Hier gibt es wirklich so viel. Wenn du ein Produkt hast, das besonders, ich sehe schon wieder was da. Naja, ich sehe schon wer. Wenn du was siehst auch, sagst du, guck mal, das finde ich, was ist das krass? Ja, ist mega cool, auf jeden Fall. Also ich bin nicht der riesen Meeresangler. Was ist das hier? Was ist das? Ein riesen, guckt euch das mal an, was das hier ist. Mit Ersatz, ich denke mal, das ist so ein Ersatzgummi oder genau, so. Richtig. So, das ist ein Ersatz. Wie krass sieht das denn aus? Ich glaube, das kann man auch sehr gut im Salzwasser fischen. Rotes Meer oder so. Gibt es auch kleinere von? Mhm. Oh, finde ich das mega. Das hat sich auch entwickelt, weiterentwickelt. Ja, hat sich alles in den letzten Jahren, ist ja wirklich viel passiert. Wir haben auch die ganzen Pilger, also du kannst ja einmal Wahnsinn. Grob die Pilger durchführen, das ist wirklich... Ja, so ein bisschen langsamer. Manchmal sehen die Zuschauer auch irgendwas, wo sie sagen, wow, das möchte ich unbedingt haben. Ich versuche das wirklich langsam für euch zu machen, dass ihr mal so seht, was ist alles, alleine das hier. Guck mal, da gibt es so eine, was ist das? Hier so ein, ja, so ein Oktopus und dann so mit so einem Twister hinten. Ey, weißt du was, die sind ja geil. Also jetzt ganz im Ernst. Ja, ist mal was anderes, ja. Also ganz im Ernst, das sieht richtig gut aus. Oh, Mensch, Leute, finde ich das wieder schön. Ich habe wieder Sachen gesehen, die ich noch nie woanders gesehen habe. Also jeder Angelladen ist irgendwie anders. Und der hier überrascht mich ja total. Also, boah, Wahnsinn. Schön. Ja. Wie gesagt, die Massen an Pilgern, das ist unfassbar. Also für mich als Nicht-Meeresangler, da bin ich ehrlich, ich sehe mich da eher so bei Hechten und Karpfen, ja. Das ist schon für mich der absolute Wahnsinn. Also da bin ich auch manchmal überfordert, wenn jetzt Kunden so den einen Wunsch haben und habt ihr den da, puh,
Da müssen wir dann ab und zu mal zusammen gucken gehen. Klar, man kann nicht alles immer direkt auf Anhieb finden, ja. Die Angelruten, alles voll Angelruten, Leute. Also sämtliche Sachen sind hier. Ich sehe sogar Inline. Ich sehe eigentlich alles. Also ihr habt ja. Dann sehe ich richtige Fette, sogar Big Game mit Roller. Guck mal, mit Rollerring. Das ist so richtig Big Game-mäßig, ne? Hier ja, so, ne? Richtig, richtig. Also das ist so richtig, boah, ne? Was ist das? Eine krasse Rute. Guck mal, selbst wenn einer mal sagt, er will richtig im Salzwasser angeln, das ist ja krass. So, vielleicht kriege ich das ja mal scharf hin. Wow. Wahnsinn. Und die ist bezahlbar. Das guck mal, die ist bezahlbar. Da. Da kannst du nichts zu sagen. Ja. Für solche Route, in der krassen Klasse, Wahnsinn. Ja. So, Pilger habt ihr jede Menge hier. Den Blitzpilger. So sieht er, sieht jedenfalls aus. Pilger. Defu-Pilger, so heißt der. Da habe ich mich geirrt. Richtig. Defu-Pilger. Und da unten, oh, Wahnsinn. Riesen-Oktopusse. Ja. Krass. Alle möglichen Farben halt immer dabei. Ja, manche sagen, nur schwarz fängt, dann kommt der nächste. Nein, ich will unbedingt den japanroten Gummi haben, ja. Und das ist ja wirklich, da hat ja jeder seine eigene Philosophie am Ende, was die Farbe und die Form angeht, ja auch. Ja, das ist ja auch so, man, das ist eine Vertrauenssache. Ja, auf jeden Fall. Mit was man halt fängt, weißt du, das ist irgendwie so. Ja. Ja, man hat dann die Farbe und dann fängt die und dann ist man, die will man unbedingt wieder haben. Ja. Das ist so, ja. Deswegen kaufe ich mir, wenn ich im Angelladen bin, ich kaufe mir immer grundsätzlich, wenn ich mir einen Köder kaufe, zwei davon. Ja, wenn ich einen verliere, ich werde irre. Oder einer fängt gut und dann kann ich den nochmal weitergeben am Freund oder so. Ja. Und sagen, komm, nimm den auch. Mhm. Deswegen kaufe ich immer doppelt, immer. Ja, ich kaufe nie einmal. Sinn. Das macht Sinn. Das mache ich übrigens auch bei meinen Schuhen. Echt? Wenn ich Schuhe kaufe, ich kaufe immer zwei und wenn mir die gefallen, bestelle ich nochmal welche nach. Okay, das so krank, das ist ja, das wirklich ist so. So die Schuhe, ist so. Bei Schuhen mache ich das auch. Ja, man hat immer Köder und am Ende fischt man dieselben drei pro Tag. Wenn man schleppt Boxen mit, das ist unfassbar. Guck mal. Ja, dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen was für die Warmwasserangler. Ja, das ist so ein bisschen Steffens Metier, den wir gerade ein bisschen kennengelernt haben. Der war jetzt erst auf Costa Rica unterwegs mit seiner Freundin und Freunden und war da auch ein bisschen angeln. Vielleicht kann er euch nachher mal ein paar Bilder zeigen. Hat so ein paar Fische gefangen und das ist so ein bisschen sein Bereich. Da kommt er! Da ist der Warmwasserexperte. Der Warmwasserexperte. Ja, schön, wenn man öfter mal im Warmwasser angeln könnte. Ja, wenn ich da was erzählen soll, sag Bescheid. Ja, sag, was erzähl was? Was ist hier Warmwasser? Komm. Ja, ein bisschen bedeckt gehalten ist momentan nur der eine Meter, aber ich versuche natürlich noch ein bisschen mehr zu machen. Gibt ja jetzt doch ab und an mal ein paar Urlauber, die dann irgendwie mal sagen, irgendwie Adria oder Kroatien, irgendwie ist ja schon so ein bisschen Warmwasser-Feeling, so das Mittelmeer. Ist noch nicht Florida oder Golf von Mexiko oder Costa Rica, aber zumindest haben wir ein bisschen was da. Ein paar Tipps hat man auch immer. Und das macht Spaß, die Angelei, weil die Fische, also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, liebe Zuschauer, ihr habt die Möglichkeit, mal irgendwie im Ausland zu fischen, macht das. Ich habe tolle Reisen gehabt auf Kuba, ist bezahlbar noch. Ich habe wirklich am Roten Meer, Ägypten, habe ich auch ein paar Guiding-Touren gemacht, macht richtig Spaß, Speedjigging gemacht, Popperfischen und so weiter. Tut euch das an, nutzt das, weil das macht so viel Laune. Und ihr habt da ein paar Köder dazu da. Ich sehe einen schon. Guck mal da unten. Siehst du die großen? Den habe ich vor kurzem erst gefischt. Ich bin vor 3 Wochen aus Costa Rica zurück. Und? Wie war? Es war warm. Es war leider nicht so fischreich, wie ich mir das erhofft hatte. Ich hatte jetzt einen Zielfisch, den ich von meiner Bucketlist irgendwie streichen wollte. Das war jetzt der Roosterfisch. Der war mit dem Popper dann aber nicht zu bekommen. Ich habe aber so ein paar Jacks oder ein paar Trevellis gefangen, das war schon okay. Also das sind so Makrelenarten, die dann schon überhaupt gar keine Angst haben. Viel größer waren die jetzt auch nicht, aber das ist denen völlig egal, so einen Popper zu attackieren. Und ein großer Platsch an der Oberfläche und dann geht die Route los, ne, und man kriegt den Gong gehalten. Das ist echt Wahnsinn, wie kampfstark doch so eine kleinen Fische sein können. Und deshalb ist es, glaube ich, auch das. Ein guter Freund hat mir mal gesagt, einmal Warmwasser angeln, da sitzt die Spritze tief. Also dann kommt man da irgendwie nicht mehr von weg. Ja, das ist leider auf jeden Fall ein sehr schönes Angeln, aber auch teuer.
Aber auch teuer, aber und es ist. Aber das Schöne ist, wenn man verbindet, ist ja. Es ja auch wieder okay. Wenn man Urlaub hat und sagt so, hey, ich nehme noch eine Route mit und es müssen ja nicht die großen Popper sein, sondern vielleicht ein paar kleine Speedjigs, wo man so ein paar kleine Fische fangen kann, ist es auf jeden Fall immer. Das Schöne ist, ja, genau. Mega. Ja, ich mache dir schnell einen Kaffee, ich schätze mal nebenbei. Ja, wenn du, einen machst, so mit Milch ohne Zucker. Weil Zucker hat meine Frau mir verboten, darf ich nicht. Okay. Oh. So, da habe ich jetzt leider Verbot bekommen. So, ich soll auf meine Figur achten. Übrigens, die auch gerade wieder Schuhe kaufen. Und die kauft nicht nur zwei Paar, sondern die kauft gleich sechs Paar. Ja, so vier, fünf kauft die manchmal, ne? Also es ist echt krass. Also was die an Schuhe hat, ich habe ein paar Schuhe. Wenn mir ein Schuh gefällt, kaufe ich den doppelt und dreifach. Dann trage ich ihn erstmal auf. Ja. Dann gibt's den Schuh aber nicht mehr. Wenn ich ihn jetzt nachbestellen will, wenn ich den aufgetragen habe, gibt's den nicht mehr. Das stimmt. Und dann muss ich wieder neu gucken und dann wieder, aber sie, was die an Schuhe hat. Das aber gut, dafür habe ich nämlich tolle, das ist so krass. Was ist das schon wieder da? Was ist das da? Das sind Schleppsysteme. Quatsch. Nee, warte mal, Vertikalsysteme hast du. Habe ich noch nie gesehen. Vertikalsysteme sind auch relativ alt jetzt schon mittlerweile. Aber echt? Wir haben sie halt noch am Start, ein paar Dinger. Ach, die gibt es gar nicht mehr, oder nee, was? Nee, du kannst damit auf Zanderhecht und Barsch vertikal angeln. Kennen die wenigsten. Okay. Gibt es auch schon wirklich relativ lange nicht mehr, glaube ich. Ja, den hängst du hier sozusagen ein. Und dann fischst du den, ja fast wie ein Zocker, könnte man sagen, einfach vertikal. Interessant. Habe ich noch nie gesehen. So, also was es alles Krasses gibt. Ja. Na, dann kommen hier unsere ganzen Paternoster-Systeme, also die ganzen Brandungssysteme quasi für ja, Butt oder ein Dorsch oder kleine Platten, irgendwie sowas in der Richtung. Die ganzen Trolling-Sachen hier. Genau. Zum Schleppen. Dann, ja. Die ganzen Buttlöffel hier. Auch ganz viel, genau. Oh, das sieht mega aus, auch mit diesem Netz und so. Ich finde das schön, habt ihr schön gemacht, ja, schön umgebaut. Und ihr seid noch nicht mal fertig. Nee, also wir sind wirklich noch, siehst du ja hier überall ja. Noch irgendwas rum. Klar. Das ist aber auch, man darf das nicht vergessen, und ich war ja selber auch im Handel, unwahrscheinlich viel Arbeit. Ja. Also man glaubt gar nicht, was das die ganze Regalpflege, gerade nach so einem Tag vielleicht, wenn viele Kunden im Laden sind, man muss einmal durchgehen, man muss wirklich, das machen die Angelgeräte, Fachhändler dann oder die Verkäufer dann meistens dann auch, wenn der Laden zu hat, in der Regel abends dann noch länger auf, wenn noch Kunden da sind, die wollen sich auch nicht rausschmeißen. Und dann müssen sie nochmal durchgehen, damit morgens alles wieder fertig ist. Also das muss man auch mal würdigen und anerkennen, ne? Diese ganze Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Ist schon mal viel, muss man sagen. Und die Gummifische, die jetzt durcheinander geschmissen werden und so. Ich habe gerade auch im Vorbeigehen schon gesehen, da liegt ein Fox wieder irgendwo mitten in der Schütte drin. Es ist halt so. Ja, und das ist halt immer blöd. Also wenn ihr im Laden seid oder so, wenn ihr jetzt irgendwie hier so einen Wirbel mal wegnehmt oder sowas, hier so ein Meereswirbel, müsst ihr euch, merkt euch einfach, wo ihr den weggenommen habt und hängt ihn dort wieder hin. Weil ja. Nichts ist schlimmer, als wenn man den jetzt ein paar Etagen weiter hinpackt und dann findet der nächste Kunde das einfach nicht und sagt, hier gibt's keine kleinen Wirbel oder keine großen. Es ist immer ungünstig, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, das mega. Ist unsere Bastelecke hier, ne? Also wir haben Vorfachmaterial, wir haben Wirbel, die Perlen, die Schläuche, die dazugehören. Ganz wichtig. Um alles so ein bisschen vorzubereiten. Meistens macht man es ja auch schon zu Hause, bevor es in den Urlaub geht. Und manchmal ist ja die Vorbereitung deutlich schöner als die Nachbereitung. Aber das sieht doch, Leute, das sieht gut. Und ganz viele Vorfächer dann hier, Makrele, Hering, das geht wieder los. Übrigens, die Heringe, die kommen jetzt, die sind jetzt schon wieder gefangen worden. Also im Greifswald, ne, geht jetzt doch ein bisschen früher los wieder. Ja. Sind schon die ersten gefangen worden. Auf jeden Fall. Ja, top, also was, Wahnsinn. Genau. So, guck mal, jetzt der Blick allein, jetzt gehen wir hier aus diesem Saal raus. Und jetzt habt ihr hier mal so, boah, was ist das hier alles? Leute, was ist das für ein krasser Angelaufen. Oh, jetzt krieg ich noch einen Kaffee. Du, guck mal, was für ein Service, du. Das macht ihr auch für gute Kunden, ne? Natürlich, das so, ist ne? Ein Schleichkatzenkaffee, also 40 Euro die Tasse, aber für dich machen wir das. Okay, guck mal. Da, guckt euch das an. Ist das schön, guck mal. Jetzt bekomme ich hier noch einen Kaffee. Was für ein... Da müsst ihr jetzt mal Doppel-Like geben für. Mega. Ja, pass auf, ich lasse ihn kurz hier stehen. Ja, mach das, na klar. Dann trinken wir den gleich nachher. Und was ist das jetzt hier alles? Posen? Genau. Wir sind jetzt hier so ein bisschen in unserem Friedfischgang. Wir haben ja verschiedene Posen. Da kommt jetzt sogar noch ein Meter dazu. Ne? Du siehst selber, wir haben da noch einen Meter Platz. Der muss natürlich irgendwie gefüllt werden. Und Posen
alles, was Verbrauchsartikel ist, geht natürlich gut. Ja, Stopper, Perlen, Blei, Posen und so weiter. Man braucht es immer. Ab und zu reißt halt mal was ab, kann man nicht ändern. Und deswegen kommen halt jetzt noch ein paar Posen dazu. Ich liebe das Posenangeln, weil das ist so eigentlich das klassische Fischen schlechthin. Ja. Da kannst du richtig so, was habt ihr hier in der Lupe dran? Wozu ist das? Für unseren ja, Angler, der vielleicht nicht mehr so gut sehen kann aufgrund von Alter oder so, ja, der kann meistens nicht mehr erkennen, was da für kleine Grammzahlen vielleicht auf der Pose draufstehen. Ja, selbst ich kann das nicht. Mach mal durch, ja, die, genau. Mach mal durch die Lupe, halt, kann man das sehen? Ich weiß nicht, wie es die Kamera einfängt. Klar, natürlich. Das ist ja, ich meine, da habt ihr euch Gedanken gemacht. Einfach so ein Glas hier ran. Genau. So, und fertig. Und dann könnt ihr wirklich gucken, wie viel Gramm trägt die Pose, weil das steht ja meistens dann auf den Posen drauf, so circa kann man sagen. Ja. Und ihr habt hier eine krasse, mega Auswahl an Posen. Ja, ich sammle auch Posen, ne? Wirklich? Also ich habe ganz viele, ja. Ja, ich habe wirklich, cool. Ich komme ja eigentlich aus dem Stippen, mhm. Und dann bin ich, also in meiner Jugend, wo die Wettkämpfe noch erlaubt waren, beim DRV, ja. In Schwerin, und dann habe ich Aal geangelt, ganz viel. Mhm. Und Aalangeln mit Pose und natürlich auch Zander dann irgendwann, brauchst du ja diese schlanken Posen. Und deswegen habe ich ganz, ganz viele Posen, verschiedene Posen bei mir, wirklich in der Box. Und ich sehe wieder, ich finde ja so, auch mit diesem Knicklicht und Vorgebleite und so, das finde ich einfach schön hier. So was hier. Guck mal, und da steht auch die Grammzahl dann drauf. Ne? Genau. 15 Gramm vorgebleit und 4 Gramm kommen dann noch dran. Die kann man ganz weit werfen. An der Pose. Ich liebe das einfach. So ist es. Gerade auch, wir haben viele Zanderangler bei uns. Der Ruppiner See, den man ja kennt, ist ja hier direkt in der Nähe. Das war halt früher meiner Meinung nach ein Aufzuchtgewässer, wenn ich richtig liege. Und da werden pro Jahr jetzt immer noch Zander besetzt. Also da kann man wirklich auch mal zu so Beginn nach der Schonzeit, kann man wirklich richtig Frequenz haben, was das Zanderangeln angeht. Kein Riesenumfährt zu sein, ja, aber man hat doch ab und zu auch mal wirklich gute, maßige Fische dabei. Und da kann man sich wirklich mal, ja, glücklich machen nach dem Schonzeitende, nach der langen Durststrecke, kann man dann wirklich auch mal viele Zander fangen. Ja, also, es ist leider Nachtangelverbot, muss man dazu sagen, ja, aber es läuft halt wirklich tagsüber auch gut, weil das Wasser sehr, sehr trüb ist. Und dementsprechend haben die Zander dann keine Scheu, da auch mal wirklich bei Sonnenschein in den flachen Arealen unter Brücken oder so, sich auch mal einen Gummifisch wegzuhauen. Ja, so. Ja, oder auch für die Ansitzangler haben wir natürlich auch so fürs Zanderangeln schlanke Posen mit Knicklicht und so. Jetzt mal mit 10 Gramm, schon fast zu schwer fürs leichte Zanderangeln, ja. Ah, schön. Und habt ihr Gastkarten dafür? Ja, wir haben natürlich die Gastkarten da. Also für alle Gewässer, die hier eigentlich umliegen, haben wir die Gewässerkarten da. Wir haben die Fischereiabgabe da. Ihr könnt hier ein DAV verlängern. Natürlich, wenn ihr bei uns im Verein seid, das gehört ja immer dazu, ist ja ein bisschen schwierig geregelt. Aber wir haben eigentlich für alle Gewässer immer Gastkarten da. Okay, prima. Genau. Und das ist das hier alles Forelle hier. Das ist Forelle. Jetzt kommt hier voll Forelle, Leute. Das ist richtig Forelle. Die ganzen kleinen Spoons, Spirulinos haben wir da. Wir haben die ganzen, ja, so Fake-Köder hier, irgendwelche Bienenmaden. Teilweise auch mit Geschmack. Damit fischt Waldemar gerne. Das sind die Kamulas. Das ist Waldemars. Der Lieblingsköder von Waldemar Merdian aus dem Spro-Team. Ein sehr, sehr guter, ja, das ist der Beste. Also ich kenne keinen Besseren. Einer der besten Forellenangler, die wir haben in Deutschland. Und schaut einfach mal auf unseren YouTube-Channel von Spro Deutschland. Da seht ihr ein paar Videos auch. Waldemar einfach macht mega Spaß, mit ihm zu angeln. Ich habe da auch mit ihm geangelt, auch der Claudio Mono. Wir haben zusammen so viel Spaß am Wasser. Und damit haben wir auch gefangen. Wahnsinn. Habt ihr alles da? Ja, guck mal, ihr habt das Troutmaster-Programm auch da. Und die Posen habt ihr auch. Richtig. Das sind auch so die Lieblingsposen von Waldemar. Habt ihr auch, du, guckt euch das mal an. Und ihr habt noch mehr. Nicht nur Troutmaster, ihr habt auch TFT. Das ist doch, TFT ist auch ganz bekannt. FTM Fishing Tickle Max. Genau, TFT habt ihr und FDM habt ihr auch, ne? Richtig. Genau, das ist hier, FDM. Genau, das ist FDM hier, Michael Karstadt. Auch ein sehr, sehr bekannter Forellenangler. Die haben ja auch schon einige Videos gemacht, auch Anglertalk live und so weiter. Mhm. Auch sehr, sehr gut. Und ich habe die ganze Schnur. Guck mal. Genau. Boah. Ja, das ist einfach so, klar, mal schnell ans Wasser, nochmal 500 Meter Schnur mitgenommen, hier 6-7 Euro. Und dann hast du 500 Meter, kriegst du in der Regel 2 Rollen voll und kannst direkt loslegen, ja. Genau, hier haben wir die Geflechtschnur dann.
auch verschiedene Aufspulen halt schon vorbereitet. Wenn ihr natürlich jetzt aber hier eine Rolle kauft oder ihr bringt eine mit und wollt Schnur gespult bekommen, haben wir natürlich auch zwei Spulmaschinen vorne für Baitcaster oder Stationärrollen oder auch Multirollen. Ja, und hier hast du halt nochmal ein paar Tools, einfach Arterien klemmen, das was hier, man halt so braucht. Das hier, Leute, das ist ein guter, das ist ein guter. Kennst du den alten noch aus der damaligen Zeit, aus der Zone? Den kennst du bestimmt nicht. Der war so ähnlich. Du bist doch ein bisschen jünger, ne? Ja, das ist das. Ja, 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 24. Du bist ein bisschen jünger. Aber es gab einen Fischschupper zu DDR-Zeiten, der hatte so einen roten Griff aus Aluminium. Die älteren Zuschauer werden ihn vielleicht noch kennen. Ich habe da einen noch von bei mir im Bootschuppen. Und der hier ist aber so ähnlich gemacht. Und der hat diese Struktur, der wird sehr, sehr gut die, gerade bei Barschen und beim Zander, die Schuppen entfernen. Nur als Tipp von mir. Finde ich sehr, sehr gut, das Ding. Könnten wir direkt zu den Räucherofen legen, ja? Also, ja, weil der ist wirklich, also den braucht eigentlich jeder, der irgendwie so ein bisschen Fisch zubereiten will. Und was gibt es Besseres wie Barsch, so entschuppt und gebraten auf der Haut? Habe ich auch gehört. Genau. Barsch, was aber auch ganz gut ist, ist tatsächlich, wie man den Barsch filetiert. Den Trick wirst du wahrscheinlich kennen, dass man ihn aus der Haut holt. Wenn viele das lästige Schuppen nicht machen möchten, gibt es mit dem Filetiermesser einen echt coolen schwedischen Trick, wie man den einschneidet und ihn mit einem Griff quasi vom Filet und von den Innereien befreit. Das müsste man vielleicht kannst du das verlinken irgendwie nochmal in YouTube. Kann ich machen, in der Beschreibung. Dazu oder so. Das ist eigentlich ganz cool. Genau, ich wollte mich nur noch einmal kurz vorab für die Unordnung entschuldigen, weil wir gerade komplett umräumen. Wie Kollege schon sagte, wir haben die Aquaristik rausgenommen und sind jetzt mitten in der Umbauphase. Deswegen, also weißt du was, ich finde überhaupt nicht, dass es unordentlich ist hier. Ich finde, das ist echt sauber, ordentlich. Und das sieht so krass aus. Diese Lücken an den Wänden. Ja, das ist aber normal. Das ist jetzt Umbau geschuldet tatsächlich. Ne? Nicht, also so ist es nicht immer. Ja, ja. Aber das sieht mir, ich finde, allein dieser Blick, wenn ich jetzt hier von euch so, ihr bleibt ruhig da stehen, das sieht so krass aus. Ja. Dieser Tresen ist genial. Also wer den gebaut hat, also wirklich, das ist Hochachtung, weil das finde ich so, das passt zum Angeln, dieses Maritime. Und ihr seht das hier, guck mal, allein diese hier an der Kasse, guck mal, hier ist schon mein Koffer. Und da ist dieses mit diesen Hardbaits drauf hier und so. Allein das finde ich schon krass. Also das finde ich so mega. Ich suche sowas auch, weil so im Bootschuppen, ich habe so einen kleinen Bootschuppen, da sowas so rein oder im Angelzimmer. Ich finde ich mega. Ach, das ist auch. Guck mal hier, krass aus. Sieht richtig gut aus. Genau, also wir wollen schon so ein bisschen Wert drauf legen, dass es ähnlich wie in den Staaten, weiß nicht, wer schon mal da war, so ein Best Pro Shop gesehen hat. So einen kleinen Hauch davon wollen wir da irgendwie so einbringen. Ja, so einen kleinen Hauch. Guck mal hier, so einen kleinen Hauch. Genau, wir wollten jetzt nicht Schleichwerbung Aldi haben, der irgendwie so überall gleich ist irgendwie und überall gleich beleuchtet. Das sieht schon ein bisschen gemütlicher aus, wenn es auch so ein bisschen Holz aufgeht hat. Den Wasserfall bauen wir noch und den Swimmingpool. Genau. Stopp, du. Stopp, Steffen. Einwandfrei. Guck mal, das findet ihr alles. Und sogar so Swimmer. Also, es ist krass, was ich hier alle sehe. Es ist so krass. Allein dafür, für die Magnus Polar, eine der bekanntesten Fliegen, direkt hier für die Ostsee auf Meerforelle, habe ich selber auch gebunden schon und selber mitgefangen. Also richtig schön toll. Guck mal, was. Wir haben ja auch noch mehr fertig gebundene Fliegen. Guck mal hier, was für Schätze. Was ist das hier alles? Mega. Hier so ein Volleybagger oder sowas. Cool. So ein Volleybagger hier. Guck mal, das ist so was richtig Tolles auch, um mal am Forellensee loszugehen. Leute, das fängt, ich sag euch das, hundertprozentig, ganz weit. Ist aus Marabu gebunden, mit ein bisschen Flash zwischen. Mhm. Ich kenne mich auch. Ich habe das nicht schlecht. Ich bescheid, das ist cool. Ja, natürlich, du das. Ich habe auch jetzt am Dropshot mal zwei Fliegen übereinander gefischt, also da, wo es erlaubt war. Und das hat richtig gut funktioniert, muss man sagen. Also wirklich ganz, ganz kleine Fliegen. Das waren, es macht ich Spaß. Glaube, die hier hatte ich drauf. Und noch eine andere mit Pink-Weiß. Ich weiß nicht genau, wo sie jetzt ist. Aber das hat richtig gut funktioniert am Dropshot. Super Sache. Kann man mal ausprobieren. Absolut. Und hier, habt ihr hier so Anstecknadeln? Was ist das? Ja, genau. Was ist das hier? Für einen Anglerhut oder für eine Weste, ja. Guck mal, so eine Anstecknadel. Das ist die Jan-Pusch-Ehren-Nadel. Das ist eine. Guck mal, da gibt es so eine Anstecknadel. Guck mal hier. Zander. Leute. So ein kleiner Zander. Ich finde das gut. Ich mag sowas.
so eine Kleinigkeiten manchmal, was man so sieht. Ah ja, das ist natürlich auch die ganzen Blätz hier und so. Zikaden. Ja, das geht immer. Oh, Wahnsinn. Ja. Also mega. Gefällt mir richtig, richtig gut. Allein das ist doch schon hier so ein Hingucker, oder? Also wenn man so mal die Details betrachtet, dass die Fliegen da drauf sind und Streamer und so. Also richtig schön. Guck mal, geht's noch weiter. Was sind das hier? Zocker oder was sind das? Mhm. Ganz alte. Das ist ja richtig. Wisst ihr was? Das sind wirklich richtig tolle Sachen hier. Boah, und hier. Aber man würde sich wundern, wie gefragt die teilweise noch sind, ja? Ja. Also gerade, gut, Eisangeln war dieses Jahr zumindest bei uns eigentlich nicht möglich. Mhm. Aber gerade so beim Eisangeln oder teilweise auch vertikal vom Boot. Klar, ja. Das geht. Mhm. Und hier, was ist das? Guck mal, da ist so eine Fliegenroute oder was? Mhm. Ich glaube ja. Ja? Ja, klar. Ja, das ist einfach so überall. Also du wirst im Laden auch überall irgendwelche Deko, Angeldeko sehen, irgendein altes Zeug oder so, was dem Laden einfach so ein bisschen Flair verschafft. Irre. Was ist das jetzt hier? Das ist jetzt das die ist nächste. Das ist auch noch so der Weißfischgang auf der linken Seite. Also wir haben Unmengen an fertig gebundenen Haken. Also wirklich von günstig bis wirklich ein bisschen preisintensiver ist halt wirklich alles dabei für jedermann. Und ja, wie gesagt, wenn die Urlauber kommen und haben nicht viel Zeit, zack, zwei schnelle vorgebundene Hakenpackungen und schon kann es wieder losgehen. Mega. Ja, auf der rechten Seite haben wir dann so Snaps und Kleinzeug, hier Kammerkatzen zum Beispiel am Start. Boah, ist das krass. Leute, ist das... Guck mal, guckt euch mal diese Auswahl an. Sogar die Gamagatsu-Einhänger habt ihr auch hier. Guck mal. Ja, das sind, die sind teuer, aber die sind... Das ist mit Abstand einer der besten Snaps. Richtig krass. Und in also verschiedenen Größen. An den Kleinteilen sollte man halt auch nicht immer sparen, meiner Meinung nach. Ich finde auch, ja. Weil das ist das, was am Ende arbeitet, was halt die Last abkannen muss. Und da muss schon auch ein bisschen Qualität hinterstecken. Ja. So gerade die Verbindung, ne? So ja. Schnur ist wichtig, dann die ganzen Snaps, Wirbel und so. Richtig. Und gut, wenn ihr jetzt eine Rolle nehmt, vielleicht die ein bisschen günstiger ist, das sieht der Fisch nicht. Das ist dann, ja, das interessiert den Fisch genau. Eigentlich weniger. Aber bei Karpfenangeln sagt man immer, der letzte Meter fängt. Ja, also das ist halt wirklich so, die Schnur kann knallgrün sein, macht euch einfach einen Meter Fluorocarbon davor, vielleicht noch eine Stahlspitze, wenn ihr mit Hechten zu rechnen habt. Und dann der letzte Meter fängt der hier. Letzte Meter das fängt. Ist der Karpfenangler hier, guck mal, der Karpfenangler. So ist es, ja. Aber Jan, ich glaube, die Mission, warum du eigentlich hier bist, das ist ja der älteste Köder Deutschlands, richtig? Ja. Na, guck mal mit, ich glaube, wir werden fündig. Okay, so, wir gehen hier durch, Leute, guck mal. Aber erwarte ich jetzt nicht irgendwelche krassen Geschichten von mir, die kann ich dir leider denn nicht dazu liefern, aber ich kann ja zumindest ein paar alte Köder zeigen. Ja, okay, also wir gehen weiter, ich habe hier so viel, gut, weiter. Was ist das krass? Das können wir vielleicht später zeigen, aber wir wollten... Okay. Guck mal, wir haben ja... noch einen alten Schaukasten. Nein. Und ich glaube, entweder ist eine Fliege, also die Kombo hier ist von 1911. Ich weiß nicht, wie alt die Fliegen sind, aber hier hängen halt auch noch so alte Köder rum. Was ist das? Wie alt ist denn der? Ich glaube, da sind wir vorne mit bei, oder? Das ist ein ganz alter Abu. Nee, DRM. Oder ist das ein DRM? Ist das ein DRM? Ich glaube, auf der Schaufel steht DRM. Aber was hat er denn hier vorne drin? Was ist das hier? Das sah aus wie so ein alter Abo, aber das ist kein Abo, nee. Da steht DRM drauf? Ich glaube, auf der Schaufel steht DRM tatsächlich, ja. DRM. Tatsache. Aber was ist das für ein... War das hier mal so ein Blinklicht? Nein. Das ist ja zu alt. Wie gesagt, da kann ich dir nicht wirklich Auskunft geben drüber. Und teilweise auch einfach nur über eBay Kleinanzeigen oder so alte Koffer irgendwie aufgekauft oder so und dann Glück gehabt, dass da sowas drin ist. Also könnt ihr mal kommentieren, ob ihr diesen Heartbeat hier kennt von DRM, ganz alt. Oh, der wäre natürlich schön in meiner Sammlung. Ja, ich glaube, den werden wir auch... Das wäre gut, weil das ist so ich DRM. Ich werde mal noch kurz hier... Ja, lass ihn doch mal nachholen. Guck mal, da haben sie so Schätze. Was für Schätze die haben. Aber ich glaube, den wirst du wohl erben heute hier. Aber wunderbar. Mensch, danke dir. Ja, gerne. Guck mal. Ja, das ist mega. Leute, guck mal, jetzt bin ich schon wieder... Ich,
ich drehe mich einmal um und ich sehe sofort was. Ich sehe sofort hier, oh, herrlich, du. Und das kannst du auch mit der Fliegenrute machen. Oh, ist das gut. Große Streamer. Und, ach, ihr sind ja, wir sind ja auch schon in der Fliegenrute. Wir haben Fliegenruten auch dabei, ja. Ihr habt Fliegenruten da. Ist das gut. Guck mal. Fliegenruten hier direkt bei Angeljoe. Und eigentlich einfach gemacht. Ihr habt einfach 2-Euro-Paletten genommen, glaube ich. Richtig. Die dorthin gestellt. Und das sieht doch aus. Das sieht richtig gut aus. Ja. Wahnsinn. Ja. Okay, jetzt sind wir weggekommen. In welchem Gang waren wir denn? Ja, du, es ist so krass hier. Ich glaube, wir können hier weitermachen. Leute, das wird ein langer Rundgang. Die Drillinge muss ich nur ganz kurz zeigen, weil das ist so, guck mal, ihr habt hier ganz viele Drillinge. Das ist ja wichtig, ne? Die Drillinge zu zeigen. Ah, alle, Gamagatsu ganz stark. Dann hier natürlich VMC habt ihr da. Ja. Die Drillinge, genau. Also ihr habt viele Sachen da. Dann die ganzen Offset-Haken, auch das. Also ihr habt, da seid ihr so gut bestückt mit. Genau. Fertige Drillinge, Systeme dann auch, die ihr habt. Also alles von verschiedenen Herstellern. Ja, ich denke mal, das ist so. Das ist so. Wirklich, da sind keine Wünsche mehr offen, ja. Krass. Okay. Genau. Ja, dann gehen wir in den nächsten Gang einfach direkt. Wir haben hier eine große Lanka City Wand. Also Lanka City ist den meisten, denke ich, ein Begriff. Und die Helgis sind ja auch gerade für die Finesse-Angler unter euch wirklich wahrscheinlich ein legendärer Köder teilweise. Also am Dropshot oder am Carolina Rig oder so macht sich das ja wirklich immer gut. Wir haben natürlich auch viele, die hier pelagisch oder vertikal fischen. Ja, und dann haben wir natürlich auch teilweise richtig, richtig große Schlappen. Hier in 10 Inch jetzt zum Beispiel von Lanka City zum Pelagischfischen ein super Köder, finde ich. Gerade jetzt, wo es natürlich erlaubt ist, vom treibenden Boot mit Echolot zu fischen. Super Sache, muss man wirklich sagen. Auch in verschiedenen Größen gibt es ja auch in 7 Inch, in 4 Inch haben wir noch welche da. Genau. Alles so, boah, Wahnsinn, was ihr so habt. Ja, schon beeindruckend. Jo. Ja, dann hier haben wir Nays. Bestellen wir jetzt noch. Wir werden richtig ein großes, großes Angebot von den Spinnerbaits haben. Der Dustin, der räumt ja da regelmäßig in seinen Turnieren mit ab. Und dementsprechend sind wir auch wirklich einen guten Absatz gewöhnt an den Dingern, muss man echt sagen. Also Dustin, weiter so. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und wie gesagt, wir wollen jetzt wirklich fast alle Spinnerbaits von ihm mit ins Programm nehmen, in allen Gewichten, in allen Größen und so weiter. Jetzt der Mad Max ist ja neu. Oder relativ neu, würde ich behaupten. Ja, der Hardweight auch. Ja, das ist schon eine tolle Range. Ja, muss man also sagen. Auch schöne Dekore, muss ich sagen. Also absolut. Wirklich hat er ganz gut gemacht. Guck mal, und hier ist das auch Zubehör. Richtig. Richtig dann, viele Spro-Jigs. Ja, das ist wichtig, ne? Dann. Die finde ich cool, muss ich sagen. Fische ich gerne. Gerade die, die Heavy-Duty-Geschichten hier. Ja, das ist sehr gut, ne? Sieht man auch Spro, das ist auch das Gewicht, auf der anderen Seite steht das Gewicht drauf. Ist also sehr, sehr guter Haken. Das ist natürlich ein Gamagatsu-Haken, ist klar. Die sind ultra scharf und sehr, sehr dünn. Hier sieht man das. Und die halten richtig was aus, ne? Ja, also die HD sind wirklich zu empfehlen. Ja. Mhm. Tolle Jigs. Mhm. Ja. Oder auch zum Barschfischen, ja. Die ganz normalen hier mit den noch dünn drehtigeren. Da steht halt tatsächlich ja auch noch die empfohlene Ködergröße drauf, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Gerade in der Beratung, ja, wenn man mal einfach schnell gucken will, man hat schnell einen Gummifisch vor sich, macht sich das halt wirklich cool. Mhm. Jo, naja, und Jigs. Also ist wirklich fast eine Wand nur mit Jigs. Oh, Jigs. So, und hier Lieblingsköder. Lieblingsköder auch. Eine Riesenwand. Ja, 5 Meter insgesamt. Da haben wir auch wirklich, ich meine, fast das Komplettprogramm drin. Wirklich Jighaken von Snaps über natürlich hier die Neon-Geschichten, ja, für unsere Meeresangler teilweise auch, die Möhrchen. Dann läuft bei uns natürlich auch immer gut für die ganzen Urlauber, sind diese fertig bereiteten Action-Packs. Ja, muss man sagen. Ja, und eine Packung hast direkt 2 vormontierte drin. Und das sieht gut aus. Ihr habt das alles zusammengelassen. Das heißt also, die Jigköpfe von Lieblingsköder sind auch wirklich bei den Jigköpfen von Lieblingsköder. Das heißt, hier habt ihr echt nach der Marke sortiert. Ja. Und ich finde, das sieht gut aus.
Also Jens, falls du zuschaust, schöne Grüße hier. Jens Pule, Lieblingsköder und Georg Baumann. Also das ist, sieht gut aus, wirklich, muss ich sagen. Ja, dann machen wir weiter. Ach natürlich, wenn wir gerade bei Lieblingsködern sind. Ja? Die Spinbats. Die habt ihr auch noch da? Natürlich, na klar. Oh Leute, ich sehe ja schon wieder Sachen. Ich sehe schon wieder Sachen, das ist so krass. Allein die Vitrine. Das ist schon wieder Medien-GFM. Oh, was ist das hier schon wieder? Stella. Ja. Die ganzen Stellas. Das sind unsere hochpreisigen Rollenmodelle. Ne, von der Exist über die Assertate, über die Twin Power, die Vanquish haben wir da. Also wirklich eigentlich alles, was man sich irgendwie wünschen könnte. Mega. So, das ist ja wieder so. Das ist krass. Und die, guck mal, die Stella ist natürlich high-end, ne? Die neue ist richtig schön. Also die FK. FK heißt sie jetzt, glaube ich. Ja. Die muss ich sagen, optisch und technisch. Oh, das ist die ganz neue? Wann ist die rausgekommen? Ich meine, die kam Ende letzten Jahres raus. Ja, ich glaube. Die FK? Ende letzten Jahres? Ja. Echt jetzt? Hm. Kann ich die mal in die Hand nehmen? Ja, klar. Oh, pass auf, das wär einfach mal. Also das ist, ey, das sieht so krass bei euch aus. Das ist, also ich bin echt geflasht. Das ist so ein bisschen das, was ich so mag. Kannst du mir nochmal ein kleines Filmchen machen? Gruß geht raus an einen alten Kollegen noch. Das ist ein Originalköder von einem alten Kollegen, der Leo. Den hat er gefischt, da hat er GTs mitgefangen. Guck mal, wie zerbissen die sind. Und da ist auch die Rolle dafür da. Genau. Wenn ihr mit einer fetten Stationärrolle mal sowas machen wollt, dann kommt ihr da nicht vorbei. Also diese Rolle, ich sag euch das, diese Rolle ist Endstufe. Da ist wirklich, die hat eine unwahrscheinlich gute Bremse und du wirst es bestätigen. Ne? Ja, genau. Also ich habe mit der Nummer kleiner ein bisschen gefischt, also die 8 und die 14.000er. Da haben wir Haie und auch zum Teil Grouper mitgefangen in Florida. Also das war schon, das war Endstufe. Das ist, ich sagte, das macht so Spaß. Und gerade wenn man so die Barschartigen fängt, ich habe so Kuberian Snapper gefangen und so. Ja. Und die gehen, die beißen, Leute, und die gehen sofort ins Riff zurück. Also die marschieren. Und da musst du alles geben, um den Fisch aufzuhalten. Dafür ist die Rolle, ich sag euch das, und guckt euch mal diesen Köder an, dann braucht ihr sowas. Und jetzt kommt mal die andere. Was, das muss ich mal einmal anfassen. Ja. Das muss ich mal einmal anfassen. Geht das mit der Kamera? Ja, ich ganz kurz. Oder halt du mal, ja, komm, wir machen einfach mal, komm, es ist egal. So. Jetzt seht ihr mich mal, ich bin eigentlich in der hinteren Kamera. So, und jetzt habe ich mal diese, ey Leute, ist die leicht. Ich habe die noch nicht, das erste Mal sehe ich die so richtig im Laden. Ja, erstmal, das merkst du schon. Ne? Super Rolle. Was ich gut finde, ist auch dieser breitere Griff jetzt hier wieder. Das ist so ein klassischer Griff, aber ich mag das sehr. Ja, das ist ein Traum, also muss man echt sagen. Wenn ich den Bügel öffne, dann, genau, das finde ich auch sehr gut bei Shimano. Man öffnet den Bügel und dann blockiert der Bügel so. Hier seht ihr das, also der geht nicht weiter. Also ihr könnt damit entspannt werfen, weil das ist so ein System und dadurch ist die Gefahr einfach gering, dass der Bügel zuklappt beim Wurf. Also finde ich richtig gut. Ja, komm, das ist, oh, leg sie wieder das weg. Ist, das ist ich bin Stufe, wieder verliebt. Ich bin, meine Frau darf das nicht sehen. Wenn ich hier, die weiß schon wieder, was kommt. Wenn ich sowas in die Hand nehme erstmal. Aber das ist wirklich gut. Mann, Leute, das habt ihr alles da. Ist das krass. Was habt ihr für eine Auswahl? Wahnsinn. Irre. Guckt euch das mal an. Da oben sind die ganzen Rollen. Und wenn ich jetzt mal so rübergehe hier, guckt euch das mal an. Boah. Du wolltest mir eigentlich gar keine Rollen zeigen. Du wolltest mir was anderes zeigen. Ich glaube, du wolltest mir die zeigen. Ich wollte dir die Spinbats zeigen. Guck mal, wir sind einfach dann zu den Rollen gekommen. Das ist einfach zu überwältigend. Also ihr müsst hier mal herkommen. Also wirklich, tut euch das an. Wenn ihr sowieso in der Nähe seid, hier irgendwie Berliner Raum oder so, dann müsst ihr echt mal herkommen. Die Jungs sind auch ganz cool, muss ich echt sagen. Also richtig krass. Und ja. Das ist Endstufe. Das ist echt Endstufe. Was gibt es da noch anderes zu sagen? Allein, guck mal, die Beatcaster habt ihr auch noch da, ne? Na klar. Schau mal hier. Beatcaster ohne, das wird immer mehr. Die Leute gehen immer mehr. Gerade die Jugend, die will halt mit diesen Multirollen los. Ja, auf jeden Fall. Da muss ich aber einen kleinen Tipp mal geben. Wenn ihr wollt, mit dem Beatcaster anzufangen, nehmt etwas mehr Geld in die Hand. Es ist gerade bei dem Thema Rollen
Es ist nicht immer leicht, eine gute Baitcast-Rolle für 50 Euro zu finden. Das ist einfach eine andere Technik, die da verbaut ist. Und viele kommen immer rein, sehen es irgendwie im Internet, ja, dass die alle mit der Baitcast fischen und das läuft alles so gut und wollen dann eine Baitcast-Route und Rolle für 100 Euro. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Dementsprechend beim Baitcast nehmt ein bisschen mehr Geld in die Hand, es lohnt sich tausendfach. Also wirklich, macht richtig Spaß, gerade wenn man es kann, dann mal unter den Busch zu skippen oder sowas, ja. Das macht schon richtig Laune, auf jeden Fall. Aber es ist halt nicht ganz so günstig wie es stationäre Angeln, muss man sagen. Ja, und als Tipp von mir noch, was immer sehr gut ist, wenn ihr es noch nie gemacht habt, na klar, Qualität kaufen, das ist immer so wichtig. Aber nehmt zu Anfang günstige Schnur rauf, einfach zum Üben. Übt einfach, da könnt ihr auch monophile Schnur nehmen. Einfach eine günstige Zielfischschnur, wo ihr mit das Werfen übt und dann habt ihr 2-3 Tage so ein bisschen. Und dann erst macht ihr euch vielleicht eine bessere, geflochtene Schnur rauf und dann seid ihr immer safe. Und ja, weil ihr wirft auch mal eine Perücke rein zu Anfang, das ist einfach so. Es ist eine höhere Lernkurve, aber das kriegt ihr hin. Guck definitiv. Mal. Wahnsinn. Ja. Und dann sind wir schon bei unseren Routen. Ja. Also ich weiß nicht, wir können auch erst bei Savage gehen. Wir haben da ja auch, was ist da müssen wir auch noch. Das haben wir ja vergessen. Ja, lass doch. Guck mal. Was ist das hier für ein Riesengang, ey? Ja, jetzt kommen wir erst zu unseren Gummifischen, ja. Nein, echt? Was ist los? Ja, ja. Das ist die hier, Kitech. Ja, gut, da kommt man nicht vorbei. Kitech muss man haben. Richtig, das wird auch die ganze Kitech-Wand. Du siehst, hinten haben wir noch 3 Meter. Die bestelle ich diese Woche noch. Und dann haben wir im Prinzip fast jede Farbe im Programm, die Kitech überhaupt führt. Vollprogramm, Wahnsinn. Ja, im Prinzip, wir versuchen es ein Vollprogramm werden zu lassen. Kitech hat sehr, sehr viele Farben, aber ich denke, mit 3 Meter zusätzlich müssten wir da fast schon hinkommen. Boah, Leute, guckt euch mal diese Farben an, diese Auswahl an. Ist das krass. Ist das krass. Guckt euch das mal an. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Ja, und dann nehme ich das so mit hier. Guckt euch das mal an hier. Creature Baits auch hier. Auch von Kitech hier. Da sämtliche Köder. Wahnsinn. Boah. Das ist eine Auswahl. Auf jeden Fall. Und auch ganz cool. Kam jetzt erst an. Wir haben von einer Köderschmiede aus Brandenburg, also wirklich regional, muss man sagen, die haben uns die, ich glaube, diese Woche vorbeigebracht, die Gummis. Die kann man wieder herbringen, wenn die zerbissen sind, dann schmelzen die ein und machen dann Mixfarben draus. Richtig interessant, wirklich mal was Regionales. Wie, erklär nochmal, hab ich das nicht verstanden? Also, du angelst mit dem Köder, so, und dann kannst du den wieder hier abgeben, wenn er jetzt irgendwie zerbissen ist. Genau. Ist da ein Pfand drauf oder so? Nein, das ist nicht. Ich weiß gar nicht, das müsste euch Steffen mal erklären, der hat das mit den Jungs gemacht. Aber ihr könnt die wieder herbringen, ne? Ab und zu ist ja mal der Schwanzteller ab beim Hechtangeln, passiert ja relativ häufig. Ne? Dann könnt ihr den einfach wieder herbringen, die schmelzen die wieder ein, machen da so Mixfarben draus. Und dann geht's weiter. Wer macht das? Hier? M&R heißen die. Klabautermann M&R. Genau. Und da habt ihr verschiedene Farben von da, sehe ich gerade. Kannst du ja einmal abfilmen auch, wenn du magst. Ja, guck mal, habt ihr hier verschiedene. Sag mal, wollen wir da ein Paket von verlosen? Was meinst du? Ich denke, das können wir machen. Wollen wir da irgendwas? Wir haben sogar ein paar Mixfarben noch vorne. Ja, wollen wir mal gucken? Die können wir, denke ich, verlosen. Ja, dann lass mal hingehen. Komm, lass uns hingehen. Oh, was habt ihr? Ich, Leute, weiß gar nicht, wo mein Blick. Oh, hier auch. Du, guck mal hier. Guck mal, ein UV Perch ist auch da. Alles da. Ist das krass. So, muss ich hinterher. Leute, guckt euch das an. Das ist ja unglaublich. Was ist das hier? So, guck mal. Und das sind dann diese Mixfarben, von denen ich gerade gesprochen habe, ja. Die gießen einfach verschiedene Farben zusammen dann am Ende und machen daraus einfach wieder neuen Gummifisch. Also gibt's wirklich echt nachhaltig, muss man sagen. Gibt's und wirklich regional. Und davon können wir gerne 3 verlosen, wenn du das magst. Ja, hol mal 3 Farben raus. Such dir aus, ja. Nehm doch du. Na, dann nehmen wir. Ist ja schon gut. Und jetzt nehmen wir noch einen hellen. Irgendwas Grelles noch. Na klar. Oder den braunen noch. Ich würde sagen, wir machen was Chartreuses, oder? Okay, Chartreux. Warte, was hast du? Chartreux, da hast du genug. So ein Paket hier. Ja, was? Guck mal. Komm, pack den goldenen noch dazu. Das machen wir noch. Ja, komm, den goldenen machen wir noch dazu. Das ist exklusiv hier bei Angeljoe in Neuruppin. Guck mal, das hier. Da packe ich euch ein Paket fertig und das kannst du gerne verlosen. Na klar. So, was müsst ihr dafür tun? Was müsst ihr machen? Was müsst ihr kommentieren? Angeljoe Neuruppin. Neuruppin! Gerne kommentieren und einfach einen netten Satz dazu schreiben, da freuen wir uns drüber. Ja, guck mal, Angeljoe Neuruppin. So, guck mal hier, da habt ihr richtig krasse Köder. Und
Die sind auch nachhaltig produziert aus der Region hier. Aus der Region, tatsächlich, ja. Also ist wirklich richtig cool. Krass. Ich lege die euch hier hin, ich gebe dir die nachher mit. Nee, die lassen wir hier und dann ich sage euch Bescheid, wer gewonnen hat. Ach, so machen wir das. Das können wir auch machen, ja. So viel einfacher. Na klar, das können wir auch machen. Hörst du? Ja. Mega, komm, wir gehen weiter. Cool. Wunderbar. Was ist das krass, so? Da die ganzen Spinne und Blinker. Oh, Leute, es ist zu viel. Also, ich weiß nicht. Weißt du, wie lange wir schon sind? Wir sind knapp eine Stunde. Eine Stunde schon? Ja. Wir sind jetzt kurz vor noch eine Minute. Jetzt haben wir 59 Minuten, habe ich jetzt hier drauf. Wir haben vielleicht ein Drittel des Ladens geschafft. Ist das krass. So, okay, pass auf. Ja, gut. Gut, das nützt nichts. Dann, ist das halt so. Aber was habt ihr alles? Und den habt ihr ja auch. Mein Gott nochmal. Das ist so ein kranker Köder. Guck mal, das ist schon, der ist schon weg hier, die Marke. Aber der Barsch, Leute, das ist auch ein Köder. Ich sag euch das, der ist so krank, dieser Köder. Wird häufig unterschätzt. Und ich weiß nicht warum, weil der hat den Teel wirklich, wenn ihr das seht hier, nach oben gedreht. Und dadurch, das hat ja kaum ein Gummifisch, also die Gummifische normalerweise haben den ja so nach unten und er hat ihn hier nach oben und dadurch flankt er 180 Grad. Das ist so krass, der Köder. Wichtig, nicht unter 7 Gramm fischen und der wird euch Hechte bringen, das kann, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber ich habe selbst im Tournament auf 15 cm habe ich auch Barsche gefangen, die da voll raufgeballert sind. Ja, glaube ich. Also das ist so, weil der einfach ganz langsam und der pendelt so. Ich habe da ein paar Videos zugemacht, müsst ihr euch angucken. Wenn ihr den Köder irgendwo im Fachgeschäft seht, Sibos, dann holt euch den, ihr werdet fangen. Gebe ich euch Garantie drauf. So, guck mal hier, was ist das hier? Genau, das ist Select. Wirklich coole Gummis für einen guten Preis, muss man sagen. Ja? Also wir haben hier teilweise 5 Gummis. Für nicht mal 4 Euro, also 3,60 Euro. 3,59 Euro. Da macht man nicht viel falsch am Ende. Nee, eine sehr preiswerte Range dann auch, ja. In tollen Farben. Richtig, sowohl natürliche Dekore als auch wirklich was Schockiges, hier pink, knallgrün, UV-aktiv und so weiter und so fort. Habt ihr eigentlich einen Online-Shop, wo man das auch bestellen kann? Wir haben auch einen Angeljoe Online-Shop, ja. Da gibt es die meisten Produkte und teilweise sogar noch Sonderangebote auch, genau. Ja, das guckt doch mal rein. Wenn ihr so was seht hier, was euch wirklich... Entweder kommt ihr hierher, ist natürlich am besten. Da ist sogar so ein QR-Code drin. Ne? Guck mal. Ich halte ihn mal kurz in die Kamera rein. Und ihr habt hier die Möglichkeit wirklich das zu kaufen, euch auszusuchen oder halt online zu bestellen. Richtig. Boah. Ja, dann haben wir noch von LMAB natürlich Köder. Die ganzen Finesse-Filets, die Köfis haben wir da. Ja, guck mal. Das sieht auch richtig gut aus. Und teilweise auch immer Angeljoe Sonderfarben. Ne? Das wissen nicht so viele, dass wir ja wirklich auch viele Kooperationen mit Fox machen. Wir machen Kooperationen, jetzt hier was mit Big L, halt Angeljoe Sonderfarben. Und da bekommt ihr halt wirklich exklusive Farben, die wir in Verbindung mit den jeweiligen Herstellern dann quasi in Auftrag gegeben haben. Und dann kommen halt wirklich ganz coole Farben teilweise zustande, die man halt sonst eben nicht bekommen könnte. Ja, auch so was Dunkles hier, ne? Also hier finde ich auch wieder gut, ne? Ja, gerade nachts wird viel unterschätzt. Boah. Wirklich mal einen schwarzen Köder nachts fischen. Finde ich gut. Also finde ich auch sehr, sehr schön. Und was habe ich hier noch gesehen? Das Bisswunder. Was ist das denn? Der sieht ja auch gut aus, Moment. Der hier. Bisswunder. Barsch. Anglerboard. Anglerboard, richtig. Mit Quantum zusammen irgendwie so einen tollen Barsch gemacht. Gefällt mir auch sehr gut. Ach, der hat sogar, guck mal, der hat sogar ganz realistische Flossen. Ja, und hier, ja, das ist die Bisswunde da, ne? Das soll die Bisswunde sein. Genau. Mit den Zehen so. Krass, was es alles gibt. Das Bisswunder hier. Könnt ihr auch gekauft. Vom Anglerboard. Ja, schön. Ja. Genau, und Pasten. Pasten haben wir auch. Die Elex-Pasten, gerade jetzt noch, wo das Wasser kühler ist. Die Fische sind noch ein bisschen lethargischer. Es ist kein Allheilmittel, ne? Also ihr bekommt nicht unfassbar viel mehr Bisse damit. Aber ich bin der Meinung, dass die Fische den Köder einfach länger festhalten. Ne? Also du kannst halt wirklich einen natürlichen Flavor einfach noch an den Gummi oder teilweise ja auch an Hardbaits präsentieren. Und ich bin der Meinung, dass die Fische ein bisschen länger den Köder festhalten, bevor sie halt loslassen. Also vielleicht habt ihr noch eine Sekunde oder eine halbe Sekunde länger Zeit, um anzuschlagen und den Fisch dann vielleicht doch noch zu bekommen. Klar. Richtig coole Sache. Gerade jetzt im Winter, die ganzen Finesse-Geschichten. Und ich hab hier auch alles voll Gummis. Das ist so krass. Guckt euch das mal an.
alles voll. Kopitos noch. Die ersten, eigentlich mit die ersten mit Gummifische Relax, dann Kopito kam dann. Ja. Also. Ich habe meine ersten Raubfische auch auf Kopitos alle gefangen. Profi-Blinker sogar habt ihr da. Ein paar Sachen. Mhm. Schön. Das waren die deine ersten. Profi-Blinker. Oh, das sieht ja wieder gut aus hier. Oh, das ist Wahnsinn. Das ist so krass. So krass. Was ist denn das da? Das ist ja auch da ein Riesenboot da. Nee. Oh Mann, Leute. Guckt euch das mal an. Mega. Ja, wir können. Ich weiß nicht, wo wir weitermachen. Wir können. Wir hier einfach heute. Ja, gut, wir gehen. Na klar, gehen einfach durch. Wir haben Stippen, na klar, geht immer. Ja. Gerade wenn die Kinder mal im Urlaub irgendwie kurz angeln wollen, ja, schnelle Stippe, 4 Euro, Fertigmontage dazu und schon kann's losgehen. Ja, und hier ganz viele Köder, also ganz verrückte Sachen. Ey, mein Gott, nochmal. Was ist das hier alles? Krass. Krass. Also, was es hier alles gibt. Hopperplopper, auch ein sehr guter Köder. Der hier? Ja, ja. Also wirklich einen simpleren Oberflächenköder kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Man leiert ihn ein und dieses Blättchen hier hinten, das rotiert halt permanent um die eigene Achse. Und damit habt ihr so ein permanentes Plop, 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 Plop am Wasser. Gibt auch richtig coole Videos, wo auf den großen Whopper-Plopper auch Welse geangelt werden. Also gerade in Frankreich an der Rhone und so ist es vom Bellyboot aus, glaube ich, eine richtig spannende Sache. Aber auch hier bei uns halt Hechte, Barsche, lieben wir es halt wirklich sehr gerne. Im Sommer, cooler Köder, habe ich auch selber. Krass, und die gibt es in verschiedenen Farben. Genau, genau. So, das ist wirklich, tolle Sache. Guck mal, ganz verschiedenen Farben. Ja, mega. Ja, Wahnsinn hier und die ganzen Gummifische, das muss man einfach haben, das ist auch der Köder Nummer 1, denke ich mal, bei vielen, vielen Anglern, ja. Gummifische, ja. Da, boah, Savage Gear Savage auch noch, Gear haben wir eine Riesenwand, auch, ja. Riesenwand Savage Gear mit verschiedenen Ködern und was nicht alles, die Enten habt ihr da, die Mäuse habt ihr da, also Fledermaus sogar, in weiß und in schwarz. Also da gibt es ja unglaublich viel Auswahl. Ja, krass. Ja, also ist schon, das ist schon, also muss man so sagen, das ist schon toll. Wahnsinn. Und hier die ganzen Routen. Ich meine, da müsst ihr einfach mal, ich kann euch nicht jede Route zeigen, wirklich nicht. Da waren ja auch so Kommentare, geh mal ein bisschen auf die Routen ein, aber das ist einfach zu viel. Das sprengt den Rahmen, also das sprengt den Rahmen. Das ist so viel hier. Und guckt euch mal allein die Rollen. Wenn ich jetzt mal, vielleicht gehe ich noch mal einmal hier so hin. Oh, ihr habt ja, der geht ja noch weiter. Jetzt habt ihr hier Rapala rauf und runter. Mein Gott, noch mal. Ist das krass. Leute, guckt euch das mal an. Was es hier alles gibt. Oh. Auch sogar zum Salzwasserfischen. Das sind ja diese Salzwasser für Wolfsbarsche zum Beispiel. Sehr, sehr gern genommen. Habt ihr auch da. Und wenn ich jetzt noch hier die Rollen und so, boah, sind das Rollen. Alles voll. Und hier nochmal die Vitrinen von der Seite. Also, mega. Ja, wo wir gerade bei den Hardbaits waren von Rapala. Es geht weiter. Es geht immer weiter. Wir haben eine relativ große Ilex-Wand. Ja, auch mit den neuen Farben, wo sind sie hier? Der Zanderbeet zum Beispiel, der ist neu. Richtig coole Farbe, finde ich. Oder der müsste auch neu sein, der Table Rock Tiger, mal ein bisschen was Schockigeres. Ja, Mega Bass haben wir auch ein bisschen was am Start. Also wirklich mal was Exklusiveres. Kleine Spinnerbaits. So Skirted Jigs finde ich auch ganz cool mit so einem kleinen Spinnerblättchen hier unten dran. Kannte ich vorher auch noch nicht. Was gibt es so für verrückte Köder? Was ist das hier? Was ist das da für ein? Genau, ja, das ist im Prinzip ein Wobbler. Und der hat hinten halt auch so ein rotierendes Blättchen dran, womit er halt unter Wasser wirklich nochmal für richtig viel Verwirbelung sorgt.
und nochmal richtig Rabatz macht unter Wasser, ja. Das, der sieht richtig krass aus, ja. Mhm. Der ist so gebogen, habe ich noch nie gesehen. Mhm. Mhm. Mit so einem, guck mal, direkt für die Oberfläche praktisch oder zumindest für richtig Druck. Ich denke mal, da kannst du gut Rapfen fangen. Vielleicht auch Hechte, ja. Die richtig so, die sprechen. Kannst du auch natürlich sehr, sehr schnell fischen, den Köder. Ja, das Seidenlinienorgan voll an, die machen richtig Welle. Boah, mhm. Finde ich interessant, den Köder. Was ist das für ein Köder schon wieder? Du zeigst mir wieder Sachen hier, ich werde wieder irre hier, du weißt du das? So, guck das mal an. Ist das interessant. Ach so, hier sieht man das. Genau. Natürlich jetzt viel auf Japanisch beschrieben. So, aber das ist ja ein krasser Köder. Ich finde den auch schön natürlich. Und das Auge, guck mal das Auge an. Ja, finde ich gut. Ja. Also muss ich echt sagen. Ich hänge ihn schnell wieder zurück. Leute, und die gibt es in verschiedenen Farben. Und, oh Gott, es gibt so viele Sachen. Es gibt so viele krasse Sachen. Mann, was gibt es hier zu entdecken? Boah, irre. Auch von Duo auch. Ich meine, das ist schon Endstufe hier, ne? Ja, guck mal hier. Guck dir das mal an. Ich meine, die kosten noch ein bisschen was. Ja. Oh, dieser Weiße hier. Ist das krass. Ja, was kann ich euch noch zeigen? Die Dragger Shed. Kennen die wenigsten. Okay. Ist von Ironclaw, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ist quasi fatatfrei. Und die Gummimischung. Also du kannst ja mal filmen. Oh. Ja, das können nicht die meisten Gummis, würde ich behaupten. Das ist krass. Das ist wirklich richtig krass. Also den kann man wirklich ohne Ende fischen. Damit kann nichts passieren. Das, das ist wie so ein Elastic-Material einfach. Ja. Guck mal, der ist wirklich ungiftig, nicht schädlich fürs Gewässer. Auch ein cooler Köder, definitiv. Wichtig ist nur, dass man den nicht mit normalen Gummifischen mit Weichmacher zusammenpackt. Die verschmelzen miteinander. Ach so, da muss man dann so. Extra, einfach eine extra Box machen oder vielleicht in einer Plastiktüte. Cooler Köder. Du guckst meine Folgen. Nee, nicht. Echt so nicht? Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Dann weißt du gar nicht, was jetzt kommt. Erzähl. Guck mal. Erzähl. Lass uns den dazu packen. Komm, ja, einen komm, noch. Komm. Aber das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob die Gummimischungen sich vertragen. Ja, dann müssen wir die einpacken. Das können wir machen. Können wir ja dann irgendwie das einpacken. Aber der ist echt, der ist mega. Dazu. Einfach mal, wir losen wir mit, Leute. Guck mal, jetzt habe ich hier, wie du hast ein Kreuz geleiert hier. Von jetzt euch hier. Keine Köder. Also, ja, das ist, nein, weil das ist einfach, den packen wir dann extra ja, irgendwie klar, rein und so. Ja, müssen wir haben. Komm. Den einmal noch in Plastik ein und dann. Und der Gewinner soll auch auf jeden Fall dann mal ein Feedback geben, ob er damit das gefangen hat, wie sehr zufrieden gerne. Er ist und so weiter. Ja, sehr, sehr komm, wir gehen weiter. Viele Hechte auf den Wrecker Shed. Ja, guck mal. Oh, ist das krass hier, Leute. Guck mal. Guck mal hier. Ach, ich habe so viele Sachen, die ich euch zeigen muss, weil das ist so. Oh, es gibt Sachen hier, Leute. Das könnt ihr euch. Guck mal, wie ein Hecht aussieht. Richtig realistisch. Dieser Heartbeat hier. Ist das krank. Oh, Wahnsinn. Elex Ready, auch ein richtig cooler Köder. Gerade jetzt im Winter, den kann man extrem langsam fischen. Ist so ein kleiner Swimbait, also wirklich ein kleiner Swimbait. Richtig, richtig cool. Top. Fische ich auch sehr gerne. Ja, ihr habt hier viel Wasser auch, ne, in Brandenburg, ne? Sehr, richtig, sehr ne? viel, sehr, sehr viel. Und wir sind ja auch relativ nah dran an der Mecklenburgischen Seenplatte. Also wir müssen ja im Prinzip eine Stunde uns ins Auto setzen und schon sind wir, naja, fast bei der Müritz, würde ich sagen. Also es ist wirklich relativ nah dran. Wir haben unfassbar viel Wasser eigentlich. Also wenn man nach links guckt, wenn man nach rechts guckt, überall Gewässer mit mehreren 100 Hektar Wasserfläche. Und ja, dementsprechend muss man halt auch auf alle Gegebenheiten so ein bisschen reagieren können. Wir haben natürlich auch kleine Waldseen viel, wo viele so ein bisschen in die Barsch-Finesse-Richtung gehen. Aber auch dann wirklich die Riesengewässer, wo man teilweise dann auch schleppen darf und wo wir auch wirklich große Schleppköder dann eventuell mal anbieten. Und ja. Mega. So, guck mal, das ist so die, auch eine Wand hier, wo es so viele gibt hier. So viel Auswahl. Also nehmt euch Zeit mit. Ihr müsst euch Zeit mitnehmen. Wenn ihr hier so, allein die Kurve da hinten, ne? Oh, wenn ihr hier da seid, nehmt euch einfach Zeit mit. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Was es hier alles gibt. Ja, hier haben wir die ganze Foxwand. Ne? Also das ist so einer der Köder, von denen ich gerade gesprochen habe, wenn man von Schleppangel spricht.
Ja. Mal 40 Zentimeter lang. Das schon, den wirft man nicht den ganzen Tag. Den also, das ist schon, das geht gut auf die Schultern. Den wirft man nicht. Oh, guckt euch das hier. Guck mal, jetzt gehen wir hier weiter. Was habt ihr alles? Oh, guck mal hier. Habt ihr auch. Ja, klar muss man haben. Einfach den Fettalbis. Mhm. Ist ein krasser Köder. Weil mit diesem Köder, und ich liebe ja so diesen Perch-Dekor, ist auch gut hier. Dieses Hecht-Dekor, ja. Ziemlich neu rausgekommen und die Farbe hier finde ich auch sehr nice da, muss ich sagen. Und den könnt ihr ganz, ganz weit werfen. Also der fliegt richtig weit. Das ist immer so das Problem von so Hardbaits, dass sie einfach nicht so weit fliegen. Und dieser Köder gibt es auch ein bisschen kleiner, je nachdem. Und ich habe Gäste gehabt, die haben damit sehr, sehr gut gefangen. Mit der Farbe natürlich auch, ganz klar, weil wir haben ja viele Barsche bei uns im Schweriner See. Mhm. Top-Köder. Und auch Ikiru natürlich auch dabei in verschiedenen Farben, Mustern und so weiter. So, und auch so gut. Top. Die Farbe ist wirklich gut. Der zweiteilige hier. Ja. Läuft richtig schön. Mega. Also, auch die Farbe hier. Guck mal hier. Ah, ja, das ist immer so. Ne? Man sieht ja ein paar Sachen. Wahnsinn, was ihr hier habt. Und habt ihr auch so nach Brands sortiert. Finde ich gut, ja, wie ihr das gemacht habt. Chatterbaits auch ein Thema, richtig groß. Viele, ne? Chatterbaits, ja, von Quantum, von Fish Arrow. Wir haben welche von Seaman noch hinten bei der Ecke, bei der Seaman-Ecke quasi. Richtig. Ja, auch die Deracoop ist natürlich sehr, sehr bekannter Köder mittlerweile. Ja, Deracoop von Ilex. Mein Kollege sagt immer, Spinjigs müssten verboten werden. Weil es im Prinzip jeder fischen kann und wirklich jeder auch echt erfolgreich. Ne? Weil du kannst sie durchleiern, du kannst sie am Ende über den Boden ganz normal jiggen, durchs Mittelwasser kannst du sie jiggen und halt wirklich alles damit fangen. Also du schließt ja kein Hecht aus, nur weil du einen kleinen Köder fischst. Nein, natürlich nicht. Oh, das ist diese Spinne da und so. Hier mit diesem Bleikopf und so. Das ist auch was ganz Tolles hier. Ja, das ist... das ist mega. Also ganz kleine Sachen. Auch zum Forellenangeln, zum Barschangeln, wenn die Fische ein bisschen tiefer stehen. Ach krass. Krass. FZ, DHM. Der Klassiker unter den Spinnern. Muss man haben. Ja, so, auf jeden Fall. Auch in tollen Farben. Was ist das mega? Also das ist ja, muss ich echt, und ich guck mal hier oben, ich bin ja gar nicht oben gewesen. Da habt ihr dann Rodports, Highports, was auch immer. Genau. Verschiedene stehen hier oben. Guck mal, da ist alles voll. Das ist, ist das ein krasser Laden. Und der ist ja nicht weit von mir hier. Ich meine, wir sind hier in Neuruppin. Wir sind quasi um die Ecke. Das ist eigentlich nicht weit. Guck mal, und da habt ihr hier Fox. Ganz fett hier. Und hier jetzt auch wieder, kann man auch nochmal cool zeigen, das sind so diese Sonderfarben, die ich nochmal angesprochen habe. Ja, der Bordenbelly ist eine Angeljoe-Sonderfarbe. Der Nachtschwärmer ist eine Angeljoe-Sonderfarbe. Direkt für euch praktisch produziert, richtig, wollt ihr die richtig haben? Ja. Mit dem orangenen Belly ist natürlich top, ne? Hier, ne? Das ja, ist so, so, ne? Gerade auch am Borden habe ich gute Erfahrungen gemacht mit Ködern, die einen rötlichen Bauch haben. Ich weiß nicht, woran es lag, aber bei mir war es immer so, ich habe viel mit den Fox-Chats gefischt immer und da war es wirklich oft so, dass die Orangenbäuche gut gefangen haben. Absolut, ja. Absolut. Whitefish ist auch eine Angeljoe-Sonderfarbe. Also wir werden jetzt nicht jede Sonderfarbe durchgehen können, aber es ist wirklich mal erwähnenswert. Ja, schon schön. Hier auch, richtig gute Farbe. Geht auch immer. Nicht unbedingt was Natürliches, aber trotzdem eine Topfarbe. Krass. Hey, auch noch ein paar. Genau, ja. Köder dabei. Also es ist Wahnsinn, wie viel das ist. Also das ist krass. Das ist so krass. Leute, es ist, ja, ihr müsst euch selbst ein Bild machen. Kommt hier vorbei. Wirklich, das ist so mega. So mega. Und wir haben noch gar nicht alles gezeigt. Guck mal, das da. Was ist denn? Auch noch. Geht weiter. Das geht ja wieder weiter hier. Wahnsinn. Die Buster-Jerks auch. Richtig, richtig gute Jerks. Relativ leicht zu führen, muss man sagen. Haben einen klasse Lauf, schön weitläufig. Strike Pro, seit vielen, vielen Jahren gibt es diesen Köder. Einer der ersten mit überhaupt Jerkbaits, kann man sagen. Ganz bekannt. Strike Pro. Also den gibt es jetzt, ich meine, schon so 30 Jahre. Ganz toller Köder, der sehr lange etabliert ist am Markt. Mhm. Auch sehr viel in Schweden gefischt. Und auch mittlerweile echt einen großen Sammlerwert auch hat. Ja, absolut. Muss man sagen. Mhm. Ja. Mhm.
Oder ansonsten halt natürlich auch der Western Swim, ja. Wer vielleicht keine Jerk-Route zu Hause hat oder sich erstmal keine kaufen möchte, kann natürlich auch erstmal auf den Western Swim zurückgreifen. Den kann man halt einfach einleiern. Dann hat er halt auch schon diesen, ja, diese S-förmige Kurven drin. Ist auch ein cooler Köder. Gerade weil er halt auch leicht genug ist, um ihn mit einer Stationärroute zu werfen. Auf jeden Fall. Und die Mewas Maus haben wir natürlich auch dabei. Gerade jetzt aus den großen Turnieren. Sehr, sehr bekannter Köder. Das ist ja klingt gut, ne? Jerk und so. Ja, das ist ein guter Köder. Ja. Gerade im Freiwasser, ne? Der hat vorne einen riesen Teller dran. Damit verdrängt er halt richtig schön viel Wasser. Und funktioniert im Freiwasser so um die großen Plateaus und so auch sehr, sehr gut. Mega. Ja. Und dann sind wir so ein bisschen in unserer, ja, ich würde es mal Carp World nennen, angekommen. Ne, ab hier beginnt so unser mittlerweile echt großer Karpfenbereich, also dann so ein bisschen mein Steckenpferd, würde ich behaupten. Ja, wir haben ein bisschen umgebaut jetzt. Wir haben auf der linken Seite jetzt eine komplette Foxwand. Also wir fangen an mit Fox-Kleinteilen, PVA, Bangsticks, Taschen und so weiter. Bissanzeiger sind hinter dir, da kannst du nochmal die Vitrine. Ach so, ja. Füllen. Guck mal, wie unaufmerksam von mir. Das habe ich ganz übersehen. Hier ist so viel. Guck mal hier, das ist krass. In der Vitrine drin. Die ganzen Bissanzeiger. Das ist ja auch eine Philosophie für sich. Ja, so, das ist unglaublich viel. Genau. Kescher haben wir viele ausgestellt jetzt. Alles, was wir... Wahnsinn. Haben, steht jetzt im Prinzip einmal draußen und dass man wirklich einmal alles anfassen kann. Ja, das ist halt immer wichtig. Dafür ist ja der Laden auch im Endeffekt da, der Einzelhandel ist, um die Sachen wirklich mal anfassen zu können, um sich das anschauen zu können, um beraten zu werden natürlich auch. Und ja, deswegen haben wir jetzt wirklich alles einmal rausgestellt, schön für euch präsentiert. Krass aus. Ganzen Zubehör hier fürs Karpfenangeln. Richtig. Swinge und was ihr nicht alles habt. Bangsticks und oh Gott, da gibt es ja so viel. Genau. So viel. Genau. Dasselbe haben wir von Nash auf der anderen Seite gemacht. Das ist auch genauso. Das Nash-Taschenprogramm, die Routen, wir haben Kleinteile ohne Ende. Also wirklich, ja, da bleiben keine Wünsche offen. Wahnsinn. Boah, Leute. Und auch finde ich auch schön mit den Bildern, die ihr im Hintergrund habt, da finde ich auch sehr, sehr gut. Ja. Sieht gut aus mit den Karpfen, Angeljo. Ja, ist schon toll. Ja, dann machen wir weiter. Hier rechts haben wir natürlich unsere Schlafsäcke nochmal ausgestellt. Kann man natürlich auch, wenn ihr sagt, ihr wollt den Schlafsack mal anfassen, ja, dann sprecht uns einfach an. Wir packen euch den aus, dann könnt ihr wirklich da mal Test fühlen, einfach wie ist das Material, wie ist das Innenfutter und so weiter. Ist alles kein Problem. Sprecht uns einfach an und dann kriegen wir das ohne Probleme hin. Ja, dann geht's weiter. Korda, Kleinteile. Also wirklich, was Kleinteile angeht im Karpfensegment, sind wir jetzt wirklich, ja, ich will jetzt nicht sagen volle Hütte, aber wir sind schon wirklich gut aufgestellt. Das ist gut, ne? Und das sieht gut aus. Leute, guckt mal hier. Alleine, wenn ich jetzt hier mal den Blick so schweifen lasse, habt ihr sowas schon mal gesehen? Und das ist Neuruppin, ey, bei Angeljo. Ich noch nicht. Ist das krass. Der Blick alleine. Guck mal, und hier die ganzen Rollen. Ja, Okuma dabei. Diver habt ihr auch dabei im Programm. Volle Hütte. Ja. Die großen Karpfenrollen. Ja, die neue Ultegra jetzt. Und das, was ist das da unten? Futterboot oder? Das ist ein Futterboot, richtig. Futterboot. Guck mal, hier ein Futterboot. Also das ist so ein, man muss es erklären, das ist so ein, erklär du das, du bist der Experte, komm. Ja, na im Endeffekt ist das, Futterboot sagt es eigentlich schon richtig. Ihr habt die Möglichkeit halt eure Montage damit rauszubringen beim Karpfenangeln. Ich habe es früher aber auch zum Zanderangeln ab und zu genutzt, als ich noch auf Zander angesessen habe, habe ich meine Montage teilweise direkt vors Schilf fahren können. Oder halt an die verschiedenen Spots, an Seerosen, Kanten. Es gibt Futterboote, die haben ein integriertes Echolot schon mit drin, dass ihr wirklich die Kanten auch schon seht auf der Fernbedienung. Und dann könnt ihr euer Futterboot sozusagen beladen mit Boilies, Partikeln, mit Mais, was auch immer.
und an euren Spots halt abladen. Es gibt Futterboote, die haben GPS und also es ist wirklich... Allein, dass da Ranger dran steht. Also Ranger ist ja eine ganz bekannte Bassbootmarke aus den USA. Mhm. Ranger! Ja. Das ist ein Ranger! Ein kleines Ranger! Oh krass, ey, das gibt's doch gar nicht, ey, Leute, Futterboote. Guckt euch das mal an hier. Ist das krass. Ja, dann sind wir bei unseren Karpfen- und Freilaufrollen hier hinten. Und ja, einfach von in jeder Preiskategorie haben wir da halt was am Start, um wirklich auch den Urlaubs- oder ich nenne es mal Herrentagsangler eventuell einfach glücklich zu machen. Ja, gibt es auch mal eine Rolle für vielleicht 10 Euro mit Schnur, ja. Ist halt eine super Sache am Ende. Ja, und da, hier oben, guck mal, Pokale oder was ist das hier? Genau, genau. Das was ist von das? Der europäischen Karpfen Championship für Junioren. Da war mein Freund die letzten 3 Jahre und hat da immer ganz gut abgeräumt. Ich glaube, er ist 2-mal Zweiter geworden und 1-mal Dritter, wenn mich nicht alles täuscht. Und beim letzten Mal lief es, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, er war 4-mal da. Aber das sah schon gut aus, ne, oder? Auf jeden Fall. Ja, da wäre der andere. Da wäre der andere, genau, da hinten der andere. Richtig. Schön. Definitiv. Das Wahnsinn. Immer in Tschechien findet die. Ah, so, okay. Und da ist ein cooles Jugend-Event. Also. Das sieht alles gut aus hier. Also Wahnsinn hier. Guckt euch das an. Rollen, überall, Zubehör. Genau. Das ist krass, was ihr für eine Auswahl habt hier. Ganz, ganz neu haben wir jetzt vielleicht mit drin das Rich Monkey-Programm. Also wirklich von den bekannten Sandwich-Toastern, die man ja so kennt. Also du bist wahrscheinlich jetzt nicht so der Karpfenangler. Aber ich bin Camper. Ja, super. Dann kennst du vielleicht diese Sandwich-Maker tatsächlich. Richtig cool. Ja, also wirklich, ihr könnt da alles Mögliche drin machen. Toast Hawaii und so weiter. Und so ich bin euch. Ehrlich, ich kenne die nicht. Also ich bin aber Camper. Ja. Aber wie machst du jetzt die Hitze? Musst du das auf dem Lagerfeuer machen? Oder was? Einfach auf dem Kocher oder so, ja. Ach so, okay. Auf dem Herd einfach. Es geht aber zu Hause auch auf dem Herd, ganz normal. Also wenn ich jetzt im Camper bin, ich habe ja so Gas drin mit, dann könnte ich mir das einfach so auf dem Herd drauf machen. Im Prinzip die ist Flamme das, kommt von unten. Richtig. Und dann kannst du das auch immer umdrehen, um dein Toastbrot zum Beispiel. Und auch was Großes hier, wie so ein Backofenart, richtig, ne? Ist das, ne? Richtig. Ich habe in den Dingern auch schon Tiefkühlpizza drin gemacht und so. Das ist eine super Sache. Cool. Ja. Das wäre doch was für ein Camper auch. Würde sich meine Frau sogar freuen hier, sowas hier. Morgens ein frisches Toast, das geht. Ja. Ja. Also finde ich gut, ja. Das finde ich echt gut. Krass, was es so gibt. Ja. So. Oh, krasse Wand, ey. Ja, die ist jetzt, haben wir auch komplett neu ins Programm mit jetzt aufgenommen. Es kam, ich weiß nicht, vor 2-3 Wochen an, die ganzen Wände hier. Signet und Tracker. Sonic haben wir jetzt vorne. Also wirklich auch ein großes Sonic-Programm am Ende. Die ganz neuen Taschensysteme hier. Für einen echt guten Preis, muss man sagen. Also da ist auch für jeden was dabei. Guckt euch das mal an. Und sowas mag ich halt persönlich sehr viel in meiner Angelei. Diese Klarsichttaschen, ich finde es unfassbar praktisch, wenn ich einfach von oben sehen kann, was ist drin, okay, ich kann die ineinander stapeln, ich kann meine Bissanzeiger da reinschmeißen, mein Kleinzeug irgendwie reinpacken. Die sind unten wasserdicht, kann nichts passieren. Also richtig cool. Auch zum Raubfischangeln. Wirklich zu gebrauchen. Wahnsinn, die Wand hier, du. Leute. Mega. So. Mega. Ist das krass. Krass. Genau. Dann kommen wir mal in unseren Fiedergang. Fiedergang ist das? In unseren Fiedergang, richtig. Wir haben das Guru-Sortiment. Hier kommt Priston noch hin. Wir haben jetzt von Mikado Fiederzeug bekommen, von Matrix. Haben wir eigentlich alles dabei. Also wirklich. Hier können die Fiederangler, weil auch der Trend mit den Fiedern, der wird immer größer, muss man sagen. Und dementsprechend passen wir uns ja auch an und werden dann jetzt nochmal ordentlich aufstocken, was den Fiederbereich angeht. Ja, das ist verschiedenste Futterkörbe und Futterspiralen. Ja. Genau, und halt so Kleinzeug einfach aus dem Karpfensegment auch, was man so brauchen kann. Boilie-Stopper, Boilie-Nadel. Ja, so ein kleiner Marker hier, richtig, so in verschiedenen Größen. Ja. Und klar, fertige Rigs.
auch immer ein Riesenthema im Laden. Ne? Skill Wagen habt ihr da. Also, boah, das gibt sehr, sehr viel. Es gibt sehr, sehr viel. Boah, eine Auswahl. Leute. Und hier sind ist wir dann... Ist das krass. Ist das krass hier. Boah, das ist so viel. Hier so viel Beets hier. Richtig. Ja, und dann sind wir schon in unserer Weltsecke angekommen. Ja, wir haben Zec, wir haben Black Cat, wir haben noch was von Unicat da, also wirklich auch für den Welsangler, weil auch das ist jetzt wieder ein Trend, der wird zumindest bei uns in der Region immer größer. Also gerade jetzt die Havel, weißt du wahrscheinlich selber, der Welsbestand wird immer besser. Dementsprechend werden natürlich auch die Welsangler immer mehr. Und ja, da haben wir jetzt auch ein bisschen umgebaut, kommen noch viele Routen dazu, kommen noch ein paar Rollen dazu und so weiter. Das soll jetzt alles, ja, im Zuge des Umbaus noch passieren, bevor die Saison so richtig losgeht. Und dann sind wir da auch gut aufgestellt im Welsbereich. Oh, Wahnsinn. Das ist so Wahnsinn. Leute, das ist so viel hier. So krass. Also, man ist überwältigt. Das ist so viel. Allein die ganzen, guck mal, Meeresrollen hier. Gibt ja auch ganz viele, das Rollen ohne Ende, dann für jeden, ja, was dabei, egal welche Angelei, auch die großen Pens hier, guck mal, die fetten Dinger, du, oh Gott, auch stabile Rollen, ja. Wahnsinn. Jo, bevor wir in die zweite Halle gehen, ja, können wir gut. Halt mal Alter, das, nee, warte, was ist das hier? Ach so. Ja, was, das sieht man gar nicht mehr, ne, wenn man hier immer arbeitet. Guck mal mal an. Ja. Das ist ja so ein fettes Boot da. Was ist das? Erzähl was. Ganz, ganz altes Kanu ist das. Ja. Also wirklich, ich weiß gar nicht von wann das ist. Es ist schon wirklich alt. Die Sitze. Das stimmt. Ja. Wurden auch nochmal nachgearbeitet, glaube ich. Das ist so auf Lindas Mist gewachsen zum Beispiel, von der ich anfangs sprach. Oh, ja. Da lacht Weidi. Ja, und das sorgt halt alles einfach für so ein gemütliches Feeling im Laden. Ja, das sieht alles wirklich dekorativ aus. Das sieht mega aus, ja. Leute. Allein das hier, guckt euch das mal an. Es gibt hier bei Angeljoe Neuruppin eine Lounge-Ecke. Guck mal, da kann man sich hinsetzen. Richtig. Und einfach mal... vielleicht einen Kaffee trinken, wenn ihr mit euren Familie herkommt, kann die Frau sich hier einfach hinsetzen, falls sie denn nicht angelt. Es gibt ja immer mehr Frauen, die gehen auch zum Angeln. Alleine, guck mal das Kissen an. Ich traue mich ja gar nicht dahin zu gehen. Guck mal das Kissen alleine an, mit dem Rotauge ganz oben da. Guck mal, das sieht doch schon gut aus, oder? Und jetzt diese ganzen Bilder, sehr maritim alles. Und das, denke ich mal, ist eine Umkleidekabine. Das ist eine Umkleidekabine, genau. Das ist krass. Vielleicht gehst du mal vor, zeig mal. Na klar. Da könnt ihr, wenn ihr euch... gar nicht zu sehen. Nein, aber ich finde eine Umkleidekabine in einem Angelladen finde ich schon gut. Ja. Weil man will die Sachen ja auch anprobieren. Und ihr habt die Möglichkeiten, ihr habt den Platz natürlich da. Guck mal, habt ihr eine Umkleidekabine, wunderbar. Mit Spiegel, alles das. Und dann finde ich in dieser maritimen Ecke, finde ich sehr schön. Eure Frau kann hier Platz nehmen und warten. Und, euer Kind kann da spielen. Was habe ich auch schon gesehen, ne? So für Kinder gibt es auch noch was. So ein Angelspiel oder was ist das? So ähnlich? Ja klar. Guck mal hier. Auch das gibt es hier. Mit einem kleinen Hocker bei und so. Also finde ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja. Finde ich sehr schön. Ja. Oh, sieht das gut aus. So ist es, so ist es. Ja, wie gesagt, unser Taschenprogramm wird nochmal ausgebaut jetzt gerade. Das ist mega, Leute. Was habt ihr? Die ganzen Boxen, die Tackle-Boxen, die Cardo von Zec, von Savage Gear, von die Versus-Boxen. Die also ich bin echt sprachlos. Das ist so krass, was ihr habt. Und hätte ich nie gedacht, da waren ja von den Zuschauern so viele Kommentare. Jan, du musst hier vorbeifahren. Du musst hier irgendwie hinfahren. Das ist mega. Das ist schön. Also es ist Wahnsinn. Ja. Guckt euch das an. Alles voll hier. Taschen, Zubehör. Alles nett gemacht auch. Also wirklich. Ja, und dann ist da ist ja ein Fliegenfischen. Vielleicht gehen wir einmal. Ich gehe einmal so rum. Guck mal, hier habt ihr Fliegenrollen. Und dann treffen wir uns gleich wieder. Guck mal, hier Fliegenrollen, Großkernrollen. Von Orvis auch da. Hardy sogar.
bekannte Marken im Fliegenfischen. Und ja, ihr habt ja natürlich auch hier, guckt mal hier, Fliegen, Vorfächer dann hier von Stroft, Stroft GTM, ein getempertes Monofil, was sehr gut ist, also eine verjüngte Spitze in verschiedenen Stärken, Größen und so weiter. Die Vorfachschnur von Stroft habt ihr sehr beliebt beim Fliegenfischen, nicht nur beim Fliegenfischen, auch beim Raubfischangeln. Und ihr habt sogar Garne und so weiter, ein bisschen was zum Fliegenbinden, Zubehör dabei, Tinsel, alles was man so braucht. Die Augen dazu, hier seht ihr das da und ach, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Die ganzen Werkzeuge auch zum Binden für die Hecheln, Spulenhalter hier vorne, da könnt ihr diese ganzen Garne mit einklemmen praktisch. Ja, es ist also eine Philosophie für sich, das Fliegenbinden macht viel Spaß. Und Federn habt ihr natürlich auch, Marabu hier, ganz bekannt dann, um auch so diese ganz weichen, hatte ich glaube ich vorhin gezeigt, Streamer zu binden hier. Oder auch ein Pink dann hier für die Magnus Polar, ach, da gibt es so viele. Richtig, ja. Wenn du dich mal umdrehst, Jan, da kannst du die besagte Linda sehen. Die Linda. Hallo, Linda. Ein wunderschön. Ich bin Jan, grüße dich. Das hast du jetzt aber wieder. Mensch, Linda, du machst hier die Ausstattung im Laden? Ja, ich gebe mir Mühe. Wir sind ja im Umbau, hat der Kollege sicherlich schon erzählt, aber ja, das ein oder andere Detail und. Es ist krass. Ja, ja. Krass, Linda. Aber selber, du bist Designerin, die man sieht. Wow. Ja, krass. Guck mal. Aber das machst du gut, auch mit dem Boot und so. Nein, diese Ecke, die du da gemacht hast, finde ich Endstand. Ich habe schon einige Läden gesehen, das habe ich noch nie gesehen. Diese Ecke, wirklich, man kann wirklich mit der Familie da hingehen und dann kann man, guck mal, das Boot alleine so. Das ist mega, also wirklich toll gemacht. Sehr schön, Linda. Das stand vorher bei mir zu Hause im Schuppen und ich dachte, das wäre ein wunderschönes Accessoire. Und ja, wir sind damit das ein oder andere Mal auch in See gestochen, aber es ist natürlich auch ein schöner Eyecatcher. Ja, toll. Ja. Mensch, mega, schön, freut mich. Und es kommen ja immer mehr Frauen zum Angeln auch. Immer mehr Frauen. Das merken wir hier auch. Ja, in meinen Kursen, ich mache ja viel Fischereischanausbildung, Kurse, Angelkurse im Hamburger Raum. Ich habe immer mehr Frauen und die können gut angeln. Ja. Teilweise auf meinen Guiding tun, die fangen mehr wie die Männer. Siehst du? Ja, na klar. Alles klar, Linda. Vielen Dank, hab mich sehr gefreut. Gerne. Cool, guck mal. Und das könnt ihr erleben direkt bei Angel Joe in Neuruppin. Und da trefft ihr sogar die Linda hier. Guck mal, und das ist mega, die Ecke ist krass. Also die Ecke ist, also allein für die Kinder und dann diese Ecke so, finde ich krass. Und jetzt wirst du mit mir da raufgehen, oder was? Wir gehen mal hoch. Nein, echt jetzt? Guckt euch, was ist denn das? Das sind die Stufen zum Erfolg. Das sind die Stufen zum Erfolg. Okay, gut, wir gehen da rauf. Ist das krass. Willst du auch vorgehen? Willst du? Okay, geh vor, komm. Guck mal. Unauffällig vorher gehen. Ja, okay. Jo, was erwartet einen denn hier? Leute, das gibt's doch überhaupt nicht, oder? Das kann doch nicht. Guckt mal hier die ganzen Bilder an, wenn ich hier hochgehe alleine. Jetzt muss ich mal. Boah, jetzt hier langsam hochgehen. Was erwartet mich jetzt hier? So, jetzt gucken wir mal. Oh. Ja, das ist so unsere Bekleidungsabteilung hier im Laden. Was ist das? Ist das euer Ernst? Ja, wir haben hier Badhosen, wir haben T-Shirts. Und Ladylike. Oh, nein! Auch natürlich, und wir auch. Die Mädels sind bei uns immer herzlich willkommen. Schön. Ist das mega, Leute. Guckt euch das. Das ist ja echt so ein bisschen Best Pro Shop, was ihr so habt, so, ne? So amerikanischer Flair. Ich liebe es ja. Guck mal, da auch. Guck mal, die Linda. Ja, guck mal da. Ja. Nur bei Angel Joe. Nur bei Angel Joe. Ist das mega. Wirklich cool. Wirklich cool. Ja, und auch Schuhe tatsächlich. Also, wir haben nicht nur Hosen, Jacken, T-Shirts, wir haben auch ein bisschen was an Schuhen da. Also, auch aus dem Outdoor-Bereich. Natürlich auch Wartschuhe, ganz viele, weil auch das Wartangeln jetzt gerade, was Meerforelle und so angeht, wird ja wirklich auch mehr. Viele sind ja auch durch die Corona-Zeit jetzt wieder zum Angeln gekommen, muss man sagen. Also die letzten Jahre waren ja wirklich für den Angelsport langfristig gesehen, glaube ich, nicht die schlechtesten, weil viele sind nach vielen, vielen Jahren wieder zum Angeln gekommen jetzt, haben ihren Angelschein gemacht oder wieder verlängert jetzt die ganz alten Fischereischeine noch. Und das haben wir wirklich gemerkt, wie es jetzt nach der Eröffnung dann immer wieder mehr wurde.
Was uns natürlich auch sehr freut, ja. Wahnsinn, 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 was ihr so habt hier. Also das ist natürlich schön, angenehm auch. Man kann hier oben ganz in Ruhe Sachen anprobieren. Guck mal, hier habt ihr euch das auswählen. Alles voll hier, finde ich sehr schön. Sogar für die Kleinen so ein bisschen was. Schwimmhilfen und so weiter, Schwimmwesten. Ja. Alles dabei. Guck mal, Jan, wenn du dich hier hinstellst, dann kannst du nochmal einen richtig großen Überblick über den ganzen Laden. Das muss ich machen, ja. Das, guck mal, da unten ist der Steffen. Guckt euch das mal an. Ist das nicht krass? Hallo! Leute, guckt euch das mal an. Jetzt gehe ich mal so rüber. Ich versuche mal alles so einzufangen. Schaffe ich gar nicht. Das ist so groß. Und das ist hier Angel Joe Neuruppin. Also, ich würde mal sagen, der Laden hat bis jetzt 6 von 5 Sternen verdient. Die wird er auch bekommen. Das ist so krass. Also das ist unglaublich. Wow. Wahnsinn. Guck mal, da hinten. Da ist ja noch was dahin. Da ist ja nochmal noch so eine Treppe. Das ist so die Büroecke. Also das wird demnächst die Büro. Ach, da macht ihr euer Büro. Ja, schön. Genau, richtig. Um einfach einen gewissen Überblick natürlich auch über den Laden zu bekommen, um ja, Bilder zu bearbeiten, Bestellungen zu tätigen, ja, und so weiter. Mega, mega, mega. Ist das Wahnsinn, Leute, Leute, Leute. Ja, hin und weg hier. Also wirklich, da sieht man mal, wie schön auch so ein Angelstore sein kann. Wahnsinn. Boah. Unglaublich. Guck mal hier, du. Boah. Also ich bin sprachlos. Kriegen wir noch raus. Das kriegen wir noch raus. Aber es ist groß auf jeden Fall. Genau, ist groß. Wir haben ja noch ein bisschen vergrößert. Wir haben ja noch den nächsten Teil der Deswegen. Halle dazu erworben. Ja. Und naja, und wenn du noch hier oben das rechnest, musst du auch alles dazu rechnen. Von der Fläche, das ist über 2 Etagen. Ja. Also es ist schon groß. Ne? Also wirklich, auch toll. Genau, also richtig haben wir schön. Wir haben noch ein paar Pläne im Kopf, die wir gerne verwirklichen möchten, aber da können wir noch ach so, sagen. Ach so, ja, 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 okay, ja, ist ja richtig, ne? Guck mal, das ist so der Blick nochmal hier rein, ja, Endstand, sehr schön. So, das war so der Überblick über die erste Halle, Jan. Nein, kommt da noch was? Da kommt noch was, da kommt noch. Ach, jetzt hör auf. Wir sind bei 1 Stunde 40. Das ist ein Bild vom Chef. Aha. Richtig, das ist Julian, einer unserer Geschäftsführer. Natürlich auch Angler. Ja klar, das muss man einfach sein. Wenn man hier so, wenn man hier arbeitet, muss man angeln. Das und geht gar nicht. Steffen, ne? Den ja. Kennt er ja mittlerweile auch. Ja gut, und ich bin Dorsch. Hey, hier, das ist die Linda. Guck mal, die Linda. Ja, schön. Ich habe aber auch schon einen größeren. Oh, was bist du das auch? Ja, das ist in Florida. Krass. Mega. Ja, schön. Ist das da um die ganzen Motoren und so. Ey, das, Leute, das ist unfassbar. Unfassbar, was für eine Auswahl. Routentaschen hier und so. Und diese Ecke, ja, ein Traum. Jetzt kommen wir in die nächste Halle. Nein. Was ist... Also, falls du jetzt müde geworden bist, sieht dein Bettchen aus. Die Auswahl ist groß. Das ist ja krass hier, also... Oder hier schon fast wie im Kino. Das ist wie... Ja. Guckt euch das mal an hier. Immer, es geht immer noch weiter. Es ist immer noch Friedfisch. Ist immer noch Friedfisch, ne? Also wir sind jetzt gerade in unserer ja, Futter- und Karpfenhalle, würde ich sagen. Hinten machen wir jetzt gerade noch einen Bootsbereich fertig. Da ist jetzt noch ein bisschen Baustelle gerade. Genau, wir haben halt verschiedene Anbieter von Boilies da. Also, ja, für die, die nicht wissen, was ein Boilie ist. Ein Boilie ist am Ende eine gekochte oder gedämpfte Teigkugel zum ja, Friedfischangeln, Schleie, Brassen, Karpfen, was auch immer. Genau, und das sind halt diese runden Boilies hier. Gibt es in Salz konserviert, gibt es natürlich auch mit anderem Konservierungsmittel. So sehen die Dinger aus.
Schuppen wieder heilen. Da halt auch wirklich wieder in 1000 Farben, Variationen. Hier Vital Bates haben wir auch ein relativ großes Programm mit drin. Ist auch wirklich, machen coole Produkte, muss man sagen. Und ja, also wirklich viel. Krass, Leute. Ich bin ja hin und weg, ey. Das ist so viel. Also, wenn man sich das mal anschaut hier, wie viel das hier ist. Also ich will, das ist eine Riesenauswahl, die ihr hier habt hier. Und der Laden wächst ja immer mehr. Ja. Ihr baut immer mehr um, ihr habt Pläne. Linda hat da auch schon was angedeutet, will sie auch noch nicht verraten. Finde ich gut. Ja, also es kommt immer mehr, Leute. Ja. Es wird so krank, so krass hier werden. Und wie gesagt, was ich vorhin mal angesprochen habe, wir haben wirklich alles einmal aufgebaut, dass man wirklich mal Probe sitzen kann in den verschiedenen Stühlen, dass man da einfach mal ein Gefühl für bekommt, ja, fürs Produkt, für die Verarbeitung. Probe sitzen, Probe liegen könnt ihr machen hier. Mega. Ja, das ist auch mega gemütlich. Ja, hier, ne? Ja, dann kann man auch mal eine schöne Pause machen. So. Richtig schön, also wirklich krasse. Mein Gott, ist das schön. Ja, dann haben wir hier hinten noch unsere, ja natürlich noch ein paar Liegen und noch mal ein Zelt aufgebaut. Linda, ich glaube, ich habe gerade ein richtig schönes Titelbild gemacht mit dir auf dem Stuhl. Das ist so ein tolles, das ist so das Titelbild für dieses Video hier, glaube ich. Das sieht so gut aus. Guck mal, das krass. Weil ihr den Platz hier auch habt, ja? Das ist die Möglichkeit. Ihr habt die Kescher alle ausgezogen, da sieht man alles voll Kescher. Könnt ihr alles, ihr habt ja auch tolle dabei. Also alles, auch gummierte Netz vor allen Dingen, ganz stark. Ja, finde ich gut. Futter ohne Ende. Ist ja natürlich auch ein Thema für die Frittfischangler, die wollen füttern. Habt ihr auch einen großen Gebinden sogar? Richtig, in 10 Kilo haben wir die da. Und wirklich auch für einen bezahlbaren Preis, ne? Also das muss man echt sagen. 10 Kilo Futter für bisschen mehr als 15 Euro, da kann man sich nicht beschweren am Ende. Ja. Das war wirklich Top-Preis. Ja, auch von allen bekannten Marken, die man so kennt. Sensa ist natürlich immer ein großer Name im Bereich Futter. Genau, Mosella. Wir warten aktuell auf eine große Palette und dann wird hier jede Lücke wieder gefüllt sein, damit wir für die Saison Regale gut voll gewappnet sind. Ja. Richtig. So ist es. Da wird hier der eine oder andere Sack rausgeschoben. Ja, schön. Guck mal, was ihr habt hier. Mensch, müsst ihr vorbeikommen. Auch nochmal interessant, um nochmal sein Futter vielleicht aufzuwerten, sind diese Lockstoffkonzentrate. Ist wahrscheinlich für die Fieder- und Friedfischangler sowieso schon bekannt. Ja, also um das Futter einfach nochmal verschieden einzufärben oder mit einem verschiedenen Geschmack nochmal aufzuwerten. Erdbeere, Karamell, Butter, was es da auch immer alles gibt. Also da sind dem der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Ja, so ist das. Und hier entsteht gerade so ein bisschen unsere Bootsecke. Ich sehe das doch. Ich sehe das. Ja, deswegen sieht noch ein bisschen wild aus. Ja, wir wollen verschiedene Schlauchboote hier präsentieren. Alle ausgepackt, alle aufgepumpt. Wir wollen das ganze Bootszubehör, weil natürlich, wir sind in der Region, hier gibt es viel Wassertourismus auch. Und das wäre ja Quatsch, wenn man das nicht anbieten würde. Deswegen auch die ganzen Fender und Zugfender und verschiedene Taue. Ja, Kugeln, Paddel und so weiter. Wir haben auch Stand-Up-Paddleboards tatsächlich noch. Da ist zum Beispiel gerade eins ausgestellt. Geh ruhig. Stand-Up? Ja, na klar. Guck mal, das ist ja auch, das wird immer mehr. Das wird immer mehr, auf jeden Fall. Ja, also da haben wir auch letztes Jahr viele von verkauft, muss ich sagen. Letztes Jahr, vor 2 Jahren, begann ja so der große Trend, sage ich mal, der große Run auf diese Stand-Up-Paddle-Geschichten. Und da haben wir wirklich viele verkauft, muss man sagen. Ja. Also die haben wir auch immer noch da. Und ja, so schön, aus. So toll. Aus. Und wie gesagt, das macht ihr fertig gerade seit dem Umbau. Genau. So, und bis in Zeit habt ihr noch. Die Saison startet ja erst dann, denke ich mal, Ende April, Anfang Mai startet die Saison voll. Bis dahin ist das alles hier fertig, die schöne Ecke. Ja. Ach, ist toll. Also wirklich Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Ja, wir versuchen natürlich immer mit viel Personal dann irgendwie im Umbaustress das irgendwie zu kompensieren, ja. Aber, ja. Die ganzen Liegen alleine, ey. Mega. Mega. Ja, das war so
in unserer zweiten Halle. Da geht es dann durch zum Lager. Naja, das übliche Lagerchaos, das müssen wir nicht filmen. Das ist halt bekannt. Nein. Aber allein das hier schon, ne? Der Übergang so in diese tolle Halle jetzt hier. Ja, schon schön. Ja, muss man wirklich sagen. Habt ihr wirklich ein tolles Fachgeschäft hier. Dankeschön. Also für diejenigen, die das kommentiert haben, vielen, vielen Dank von mir auch nochmal. Warst du noch gar nicht hier? Nee, ich war noch gar nicht hier, null. Noch gar nicht, überhaupt nicht. Ich kannte das gar nicht. Ich habe nur sehr viele Kommentare bekommen. Mhm. Jan, du musst hier her. Du musst hier unbedingt her. Aber schön. Und es ist wirklich schön. Also da gibt es gar nichts. Also das ist ein ganz, ganz tolles Fachgeschäft hier. Ich finde es auch sehr clean. Ich finde es ordentlich. Klar, die Umbauphasen ist immer dabei. Das ist jetzt auch die Zeit. Ja. Das weiß ich ja, das kenne ich ja. Ich war selber jahrelang in einem Angelfachgeschäft. Deswegen weiß ich, aber das ist sehr, sehr schön aufgeräumt. Man sieht, es ist eine Frau hier im Laden, das sieht man auch, die ein Händchen dafür hat, ja. Und das ist wirklich krass. Also wirklich. Und allein der Tresen, ey. Ach hier, guck mal, das finde ich auch gut, was ihr gemacht habt hier. Diesen Einsatzbereich hier, ne? Genau, die Jacke mit dem klugen Köpfchen. Guck mal, da habt ihr so. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Mal so eine Tabelle, wo man welchen Jig-Haken einsetzt. Finde ich gut. Ja, toll. Das hat ja auch Lieblingsköder relativ clever gemacht, muss man sagen, dass die jeweiligen Farben immer zu den jeweiligen Produkt passen. Ja, man sieht zum Beispiel einfach an der Farbe, der 5-0er Haken, der passt hier zum 15er Gummi. Ne? Also es ist rot-rot. Es passt halt zusammen, genau wie Orange zu Orange passt und so weiter. Ist halt wirklich, gerade für den Einsteiger, der vielleicht noch nicht so die große Erfahrung hat, eine wirklich simple Sache, muss man sagen. Ist cool. So. Jetzt muss ich mir mal den Tresen angucken, weil ihr habt ja ganz viel Schnur noch da. Also ihr habt auch Spinner da, die habe ich noch gar nicht gefilmt. Lose jetzt, ne? Nee, aber ich will vom Weiten. Guck mal, hier das hier. Guckt euch das mal an. Die Maps, Mann. Das sind alle Maps-Spinner. Oh, Wahnsinn. Und da ist der Nachschub an der Map-Spinne. Geht weiter. Ja, das ist. Die paar Lücken füllen halt. Wahnsinn, was ihr so habt, ist das krank. Also Leute. Ja, ich denke mal, ein gut sortiertes Fachgeschäft sollte sowas auch haben, tatsächlich. Ne? Ja, natürlich. Um Wünschen gerecht zu werden. Und es gibt ja auch immer mehr, ne? Also es gibt immer mehr zum Angeln und deswegen, man muss das auch haben, die Leute wollen das haben. Die verschiedenen Farben allein. Ich habe auch so eine Box, wo ich bei mir alles voll diese Spinne und Blinke habe. Ja. Also ich habe von DRM FZ, glaube ich, jeden. So von Maps nicht, aber von DRM sehr, sehr, also alle. Ist ja auch ist ein bisschen aus der Mode geraten tatsächlich, der Spinner oder das Blech generell. Aber sollte man immer irgendwie bei haben, ne? Ja, also ein Spinner fürs Barschangeln oder mal ein blöder kupferner Blinker, der kann den Tag retten. Mhm. Ja. Das war komisch bei den ganz modernen Ködern, die man heutzutage hat, aber die alten Sachen bringen manchmal Fisch. Ja, na klar. Guck mal, habt ihr Sonnenbrillen auch da? Kommt ja wieder dann die warme Zeit hier, zack. In verschiedenen Größen, Farben, was auch immer. Da sehe ich, da ist ein Kühlschrank mit den ganzen Würmern und Maden und so weiter drin habt ihr auch, also alles. Angelkarten bietet ihr an, ja, als Service. Ja. Habe ich was vergessen? Wir bespulen eure Rollen. Habt ihr ja auch die Schnur, ne? Also genau, da. Du kannst ja einmal grob über die Schnur. Ja, genau. Ne? Ja, wir haben wirklich verschiedene Schnüre im Programm, vierfach, achtfach Geflecht, teilweise zwölffach Geflecht jetzt von Daiwa, glaube ich. Also wirklich, da bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Wahnsinn. Ihr könnt uns einen Farbwunsch nennen und was für eine Schnur ihr haben wollt. In der Regel kommen wir damit ganz gut zurecht und wir bespulen wirklich jede Art von Rolle. Also das kriegen wir immer alles hin. Genau. Ja, das ist top. So das ist richtig schön. So, wir haben den ganzen Laden, denke ich mal, so drauf. Was für ein mega Rundgang. Und dann hier mit dem Tresen und so. Ist das krass. Da kommt schon wieder Nachschub. So geht's halt den ganzen Tag hier. Der kommt schon wieder, guck mal, schon wieder Ware. Der nächste Stuhl. Der nächste Stuhl, der kommt, der geliefert wird hier. Bei Angel Joe in Neuruppin. Mensch, was für ein krasser Rundgang. Also wirklich, wirklich, wirklich. Ist das, Leute, ihr müsst hier mal herkommen. Ja, Wahnsinn. Denkt dran, es gibt was zu gewinnen. Richtig. Die Köder habt ihr da. Wollen wir die nochmal kurz zeigen? Ja, können wir gerne. Machen wir noch kurz. Hast du die hier so. Schon? So.
Ja, wir haben schon ein Paket geschnürt, ein kleines. Die müssen wir trennen. Wir müssen die, dein Eingummi müssen wir trennen, hast du gesagt. Klabautermann, ne? Hast du dir Was, kannst du was dazu sagen zum Klabautermann? Da könnte tatsächlich der Inhaber im Airfishing ein bisschen mehr zu sagen als ich. Ich weiß, dass die nachhaltig sind. Das heißt, ja. die haben relativ coole Aktionen, wenn man die gekauft hat und die sind zerbissen von Hechten oder der Schwanz ist ab, dann kann man die wieder zurückgeben. Tatsächlich und aus 10 kaputten werden dann wieder eingeschmolzen und werden neue gegossen. Also sehr nachhaltig. Das sind jetzt Farben, die ad hoc nicht im Programm sind, sondern die ergeben sich durch eben das Eingießen. Die Farben, die im Programm sind, habt ihr wahrscheinlich schon gefilmt hier in den Kisten. Genau. Das sind die 7 Grundfarben, die sie haben, aber das sind so aus dem gegossenen. Aber ich finde das eine tolle Idee, muss ich echt sagen. Mega, ja, sollten viel mehr anbieten, tatsächlich. Finde ich echt eine tolle Idee. Also genau. Wenn ihr irgendwie wirklich mitmacht, kommentiert einfach Angeljo Neuruppin, dann werde ich das in einer Live-Sendung, in einem React-Video dann wieder live aus meinem Camper, werde ich das machen. Dazu natürlich auch diesen fetten Gummifisch, den man so ziehen kann, den Wreckerschell, den gibt es auch dazu. Ja, mega. Also toller Rundgang, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ja, gerne. Ja, sehr gerne. Wirklich sehr gerne. Klasse, hat mir sehr, sehr viel gefallen. Ich trinke jetzt meinen Kaffee aus, ja, soll ich mal der da vorne noch steht. Ich mach den warm. So nach knapp 2 Stunden. Wir haben jetzt Sendezeit, 1 Stunde, knapp 55. Ja, du bist ein Mann. Ich krieg 9, ne? So. Danke auch dir, Linda. Gerne. Vielen, vielen Dank. So, schöne Grüße hier aus Neuruppin. Ja, und lasst mal ein Like da, lasst ein Abo da auf jeden Fall. Abonniert den Kanal, macht da mit beim Gewinnspiel, kommt hier vorbei. Schöne Grüße und denkt immer dran, Zeit ist Fisch! So, bis dann, euer Jan. Ich bin raus. Was für ein krasser Laden, Leute. Ist das krass. Haben wir den vergessen? Den haben wir gerade vergessen. Wo ist der älteste? Wir sind noch drauf. Wo ist der älteste Köder? Den wolltest du ja noch mitnehmen, oder? Ja, na klar. Den musst du jetzt, das musst du noch machen, komm. Also du darfst dir sogar aussuchen, ob du jetzt eher sowas haben möchtest oder wirklich den hier, den wir uns ein bisschen auserkoren hatten vorhin. Den finde ich ja von DM, finde ich ja gut. Gut, dann kriegst du auch die Strafe vor. Ja klar, das ist doch mega. Wollen wir den in den Koffer reinpacken? Ja. Ja komm, wir nehmen den Koffer und legen ihn da vorne rein. Guck mal da, Leute, guck mal, das haben wir ja ganz vergessen. Den tollen Köder hier. Mensch. Ja, mega. Zack, den. Machen wir. Da ist der Koffer. Guck mal. Und da habe ich ja schon einige Schätze drin. Da ist so viel drin. Ich mache mal eben vorsichtig ein ganz großes hier. Da sind so ein paar tolle Schätze schon drin. Den hänge ich jetzt einfach hier so mal rein. Der sieht doch gut aus. Und vielleicht könnt ihr ja mal kommentieren. Aus welchem Jahr der genau ist, würde mich mal echt interessieren. Aus welchem Jahr der ist. Und hier sind ja auch andere Schätze drin. Da ist schon was zusammen, ne? Oder? Da ist schon was zusammengekommen. So, mega. So, Leute. Was für ein mega Laden. Krass. So, ich bin raus.